Yeah! Abflug! So, Hallöchen, zurück zum zweiten Teil, zu diesem wunderschönen zweiten Teil dieses wunderschönen Abends, an diesem wunderschönen Ort, zu dieser wunderschönen Zeit, mit den wunderschönen Leuten, bei dem wunderschönen Kanal, bei dem wunderschönen Spiel, mit dem wunderschönen Kästchen Kaffee, was ich jetzt trinken werde, um dann wirklich wunderschön eine Runde zu fahren, in einer wunderschönen Gegend, mit einer wunderschönen Fracht, zu einem wunderschönen Bestimmungsort, um dann packe ich später wunderschön diesen wunderschönen Livestream wunderschön beenden zu können. Ja, Mann, sind wir wunderschön. Moment, wir hatten schon angedeutet in der vorigen Aufnahme, und keine Angst, müsst ihr nicht unbedingt gucken, ich upgrade euch komplett. Und zwar ich mach mal kurz ein bisschen den Background, so bumse. Nein, ach ja, hier, das wollte ich auch noch sagen. Ja, ich spreche mal gleich. Moment, ich muss mal ein bisschen Bumse-Dings anmachen. So ein kleines Bumse-Ding. Und zwar, pass auf, wir hatten abgestimmt. Das haben wir vorhin schon mal gesagt. Ich wollte es jetzt hier auch nochmal zeigen. Kann ja nicht schaden, oder? Weil ihr seht, ETS hatte vorhin gewonnen. Wir haben 2-Minuten-Vote nur gemacht. Ja, die Leute, also wer jetzt praktisch auf der Couch schon so gesessen hat, ja, der schon schön bei Hypnos Volt eingeschlafen ist, der ist vielleicht dann gerade so wach geworden. Und hat es nicht mehr geschafft zum Voten, ja. Bestimmt wollten einige voten, aber sie haben es nicht mehr von der Couch nicht mehr hochgeschafft. So, nein, ich will auch mit voten. An den Vote-Button ranzukommen, ja. Man hat ja zu Hause so einen großen Vote-Button und immer, wenn bei Hypnos Volt gewotet wird, bam, da hockt man auf diesen Vote und dann viele haben den wahrscheinlich nicht erreicht. Jedenfalls hat der ETS gewonnen, wollte ich nochmal zeigen. Ja, Lara Croft stand zur Auswahl, X3, Sing to Die und natürlich RTS. So. So viel zu dem Thema, können wir schließen, dann leckt es vielleicht ein bisschen weniger. Dann werden ja oft geleckt, hart geleckt und nein, ist ja so. Oh, vorhin hat man die Frage, kram so auf, es kochte so hoch. Und zwar, wann erkennt man, ob man gamersüchtig ist? Ja, ich habe das ja auch schon alles durch, ja, ich bin ja geheilt, naja. Aber kurz mal, du machst fast jeden Tag Livestream und spielst. Ja, es ist was anderes. War nicht schlecht, oder? Deine Eltern sagen, sag mal, du bist ja gamersüchtig. Du machst es, aber ich mach das im Livestream. Das ist was anderes. Es ist nur ein Ersatzausrede. Ebenfalls, ich war ja auch schon gamersüchtig. Ja? Und ich war alles schon. Und man merkt es daran, wenn die Freundin zu dir sagt, oder dein Freund, ja, oder deine Freunde und Bekannte, sag mal, du sitzt ja nur noch vor der Kiste. Hast du nichts anderes mehr zu tun? Oder wenn deine Freundin sagt, du musst dich schon mal entscheiden, oder dein Freund, ja, der sagt dann zu dir, was ist denn dir jetzt lieber, die Kiste oder ich? Entscheid dich mal, ja. Ansonsten, dann heirate doch deine Kiste, Mann. Heirate doch deine Kiste, verdammte Scheiße nochmal, ja. So ist es. Also, kann durchaus passieren, dass du, wenn du einen Freund hast, Freundin oder halt einen Geliebten, oder dass die irgendwann zu dir sagt, oder er, wisst ihr was, dann bleib doch bei deiner Kiste und ich hau einfach ab, ja. Ist mir auch fast passiert. Nur fast, ja. Ich konnte noch mal die Lage retten. Mir wurde das auch an den Kopf geworfen damals. Das ist schon lange her. Das war zu C64er Zeiten, ja. C64er Zeiten und ist jetzt ein paar Tage her. Also so, sagen wir mal so 1900, ja, ne? Sehr lange. Also 85, 86, 87, das war so die Zeit, so, ja. Die Hochzeit und ja. Kann man so sagen. Ja, mir wurde es auch an den Kopf geworfen. Also der Spruch, wem hast du eigentlich lieber, die Kiste oder mich? Ist ja ganz klar natürlich, die Kiste. Darfst du aber nicht sagen. Das war zu der Zeit, wo ich mit Maschinensprache programmiert habe, Assembler und sowas, also wo ich praktisch 1 und 0. Es gab nur 1 oder 0. Ja? Ja oder nein? So, und dann wird dir die Frage gestellt, wem hast du eigentlich lieber? Ja oder nein? 1 oder 0? Ist ja klar, oder? Das hast du in der Computerprogrammiersprache, lernst du das, ja? Die Grundbegriffe. Ja oder nein? 1 oder 0? Da gibt's nichts dazwischen. Beim Computer. Beim Computer gibt's nichts dazwischen. Der Computer weiß genau, ja oder nein. 1 oder 0? Das ist ganz einfach beim Computer. Beim Partner ist das Ganze da vielleicht, mal sehen, unter Umständen, oder jetzt nicht, oder so, ja? Nee, im Computer sagt zu dir ja oder nein. Ganz einfach. Oder? Bei einer Beziehung ist immer so kompliziert. Da gibt es mehr wie 1 und 0. Da gibt es dann noch irgendwie ein Plus oder Minus und ein Gleichheitszeichen. Das hast du bei Computer hast du nur ja oder nein. Ja, so. So war das.
Also, wenn eure Leute zu euch sagen, sag mal, hast du eigentlich auch noch was anderes außer deinem komischen PC oder hängst du den ganzen Tag vor der Kiste rum? Ja? Deswegen kamen dann irgendwann mal diese Sprüche auch bei WoW: Geh auch mal raus mit deinen Freunden oder so ähnlich. Da gab es dann bei WoW so eine Sprüche, wenn du dich angemeldet hast oder wenn du reingekommen bist, dann kam da so ein Spruch: Geh auch mal mit deinen Freunden raus oder triff mal neue Leute oder sowas. Auch bei anderen Spielen war das mal irgendwo gewesen, glaube ich. Da kam dann irgendwann der Spruch: Denk dran, die Gardine aufzuziehen. Oder? Keine Ahnung, da kann man so Sprüche hier: Lass mal frische Luft rein, geh mal raus auf jeden Fall. Draußen ist auch schön. So war das gewesen. Ja. Wollte ich mal drüber gesprochen haben. So, Musik aus hier und rein ins Vergnügen. So, wir starten erstmal wie immer. Also, müssen wir mal drüber geredet haben. Denk dran. Für die Horde. So, da sind wir wieder. Ach ja, ETS. Also denkt dran, wenn die Leute zu euch sagen, sag mal, liebst du deine Kiste mehr wie mich selber oder wie uns, dann seid ihr auf dem besten Weg, computersüchtig zu werden. So, jetzt schalten wir mal um in den sogenannten pornösen Modus. Okay, rein. Mensch, ETS. So, der Chat ist gerade wieder zerschnitzelt. Ihr könnt ja mal einen Test schreiben im Chat, ob der Chat geht. Oder hat schon Anbieterreset gegeben? Nee, noch nicht, oder? Zwischen 1 und 2. Haben wir noch ein klein bisschen Luft? So, zeig mal Weltkarte. Wo hängen wir dann rum? Wir hängen in Kassel rum. So, theoretisch sollten wir uns vielleicht mal langsam auf dem Weg machen nach Amsterdam, weil wir wollen ja einen neuen LKW kaufen. Ist ja immer noch wir sind jetzt so ein bisschen rumgedrived, kann man sagen, weil wir ja praktisch noch ein bisschen mehr Kohle haben wollten. Nicht, dass wir uns, wenn wir uns einen LKW kaufen, die ganze Kohle einfach weg ist. Und dann wir nichts mehr haben und dann pipi die uns die Hunde an. Ne? Man muss ja ein bisschen so ein Taler in der Portemonnaie haben, damit dich die Hunde nicht anbeißen, sozusagen. Ist das ein altes Sprichwort, so ähnlich, ne? Sonst pissen die Hunde an, wie man so schön sagt. Und Dings sagt, komm mal durch Luxemburg durch. Luxemburg. Wo ist denn jetzt Luxemburg? Irgendwo da oben irgendwo. Ich sehe gerade Luxemburg nicht. Luxemburg. Da hinten ist Luxemburg, nicht da oben, da unten, Cosima. Mit einem Truck sagt Marianne McFly. Hallöchen, Marianne McFly. Geiler Name, Marianne McFly. Das ist ein richtig geiler Name. Der ist richtig geil, Mann. Neben Trier. Ja, ich habe schon gesehen, hier unten. Luxemburg. Naja, könnten mal theoretisch. Warte mal. Ah, wäre ein ziemlicher böser Abstecher, weil ich müsste ja dann theoretisch nach Frankfurt am Main, nach Mannheim, rüber nach Mainz, dann durch Luxemburg hindurch, in die Richtung der Brüssel vielleicht und da oben nach Rotterdam. Das sind ganz schöne Umwege, sage ich dir. Ich würde mal sagen, nee, schau mal wieder rein. Danke. Lange ist her, wie, du warst schon mal da gewesen? Kann mich gar nicht an dich erinnern oder so. Und Botix, alter Schwede, Digga, Mensch, Digga, alter Schwede. Digga, Schwede. Nein, ich meine natürlich Schwede. Schwede. Ey, da gibt es übrigens einen Film, wo die dann sagen: Schwede, Schwede, Schwede. Aber wie heißt der Film? Und wieder gibt es ein Filmrätsel bei Cosima. Wie heißt der Film, wo die sagen: Schwede, Schwede, Schwede? Geiler Film. Zwar eine alte Gurke, aber ein geiler Film. Keine Angst, warum ich es euch nicht verrate, das verrate ich euch noch, aber nicht jetzt. Ihr werdet auf jeden Fall eines Tages alles wissen. Und Marianne McFly soll schon mal da gewesen sein. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ganz am Anfang, da war die Luft etwas dicke hier. War zu der Zeit, wo sich viele über die alten Moos beschwert haben, dass es zu streng war oder so. Ach so, nee, es ist immer noch so. Ja, Mann, wir sind hier.
knallhart, Mann. Verstehst du, Miriam? Wir sind hier knallhart auf dem Kalender. Auf dem Kalender sind wir knallhart, damit es ein schönes Foto wird. Nee, aber wir sind sowieso hart, Miriam. Wir sind hier an der Front, weil, du weißt ja, wir haben immer 80 Milliarden Trolle. Obwohl, in letzter Zeit hat es ein bisschen nachgelassen, muss ich mal sagen. Und deswegen sind wir ja natürlich strenger und wir haben natürlich auch einen harten Filter. Das heißt, man muss immer aufpassen, was man sagt, sonst schlägt auch der Freund Filter zu, weil wir halt an der Front hier sind. Wir sind ja halt so Dinger-mäßig, richtig Hardcore-mäßig, pornös an der Front, kannst du sagen. Hier wird ordentlich geschubst und gestoßen. So, also Luxemburg können wir machen, wenn wir einen neuen LKW haben. Wäre eine Idee, dann fahren wir zu Merriam mal hier nach Luxemburg da oder so. Aber nicht jetzt, das ist nicht, weil sonst, das passt jetzt nicht, weil da müsste ich wieder singen, dieser Weg wird ein weiter sein, dieser Weg geht durch Luxemburg. Doch mit vielen müssen wir Umweg fahren und das finden wir nicht famos. Also passt also nicht, du siehst, kann man schlecht singen. So, das heißt, unser Dämer für heute heißt Dortmund zum Sportbund. Genau, Dortmund. Richtung Duisburg ist auch nicht so mein Ding. Aber Düsseldorf ist nicht schlecht. Das ist mein Dorf, ne? Ich hätte auch wieder Bock, noch einen kleinen Spritzding nach Brüssel. Aber das passt auch nicht so richtig. Eine kleine Spritztour rüber passen, schaffen wir jetzt sowieso nicht. Wir fahren halt nur bis Dortmund. Und immer Stück für Stück. Wir haben ja Zeit. Wir genießen ja. Der Weg ist das Ziel. Ja, dann. Und wenn wir dann in Düsseldorf sind und dran denken fürs nächste Mal, werden wir wahrscheinlich irgendwie versuchen, von Düsseldorf wegzukommen. Ich glaube mal, direkt von Düsseldorf nach Amsterdam werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Aber noch nicht so auf ferngeskillt haben. Naja, fahren wir erstmal nach, gucken wir erstmal, dass wir nach Dortmund kommen. Wie viele Kilometer sind das eigentlich? Zeig mal, machen wir einfach mal so einen Testklick hier. 115 Grad, das ist ein bisschen kurz. Dann schauen wir vielleicht noch bis, mal sehen, ob wir noch einen Weihwald. 115 ist ja fast ein Katzensprung, da fahren wir auf einen Reifen hin. Mensch. Okay, erstmal in die frische Luft. Lass uns erstmal in die frische Luft hier. Wir machen erstmal einen Reifencheck hier. Wir checken erstmal unsere Kiste hier ab. Miriam McFly. Oh, es regnet. Die Mädchen werden nass. Sie haben weiße Sachen an. Ja, das freut den Superman. Na, 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 na. Alle sind ganz nass. Mädchen haben weiße Sachen an. Es regnet, man kann alles sehen. Ah, irgendwie so ähnlich. So, ja, worum freue ich mich jetzt eigentlich so? Wahrscheinlich, weil es regnet und die Mädchen weiße Sachen anhaben. Wahrscheinlich freue ich mich deswegen wieder so. Diddle, sag ich nur. So, ja. Check, Mann. Check, activated. So, Vorsicht, erstmal leicht den Motor starten. Und das. Die Wolken am Firmament sagen uns, es brennt. Also. Und Mrs. Roxy. Also ich sag euch nochmal erotisch an, ja. Moment. So, Hallöchen, Miriam McFly. Und natürlich, Hallöchen, Mrs. Roxy. So. Mikrofon wieder weg. So, und starten. Konzentration. Komm, starte den Motor. Zeig uns die Kraft. Zeig uns deine Kraft. Los, blinkel links. Geht. Blinkel rechts. Geht. Ist doch schon mal was. Dann Warnblinklicht. Funktioniert. Kann man leider nur von Dingsebumse sehen. Okay. Dann Standlicht. Geht. Normallicht. Geht. Fernlicht. So, dann blinkel rechts, blinkel links, geht. Bumbling links, geht. Feste Bremse, geht. So, jetzt das Wichtigste, Bremse. Naja, leichte Verzögerung wieder, muss einer von euch mal wieder nachgucken. Mit den Bremsen haben wir es irgendwie, sage ich euch. Da Motor aus, bitte. Mrs. Roxy fragt, wie geht es dir? Mrs. Roxy fragt mich, Cosima, wie geht es dir? Ja, warte mal, es juckt hier hinten am Rücken. Es juckt am Rücken und ich habe vorhin Linsen gegessen. Ihr wisst ja, Frauen und Linsen. Ich muss mir erstmal schön machen für die Aufnahme. So, bin ich so schön? Warte, ich muss mal gucken im OBS. So, bin ich so schön? Da, jetzt können wir fahren. Ne, wir fahren, jetzt gehe ich wieder zurück zu den Dienstmädchen.
Sag tschüss, ich fahre doch nicht bei Regen los. Siehst du bescheuert aus? Also, so sehe ich aus. So, wir gehen erstmal wieder zu den Dienstmädchen rein, denn die haben das Bettchen schon schön warm gemacht, dass man praktisch sich erstmal wieder zu den beiden zukuscheln kann. So. Also, gehen wir wieder zurück ins Hotel. Ihr bleibt alle im Hotel, Leute. Ihr seht, das regnet, da fahre ich doch nicht los. Siehst du aus? Nee. Da fahren wir überhaupt nicht los. Los. Und. Schnarch, 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 schnarch. Mitten in der Nacht werden wir wach, gucken aus dem Fenster und sehen, es regnet immer noch. Während das eine Mädchen sagt von den Dienstmädchen, komm wieder zurück ins Bett, komm. Und so komisch ihr weißes Negligé zieht und zurechtzieht. Mhm. Ja, sehr schön. Aber ich sag zu ihr, tut mir leid, ich muss erstmal auf dem PDA gucken, ob es eine geile Fracht gibt. Denn wir sind Trucker und Trucker ruft die Straße, ruft praktisch die Bevölkerung, denn sie brauchen uns. Wir sind wichtig. Ohne uns geht nichts. So, also gehen wir mal auf den Frachtmarkt. No. Nicht dahin, auf den Frachtmarkt, habe ich gesagt. So, schauen wir mal rein. Vielleicht gibt es da eine geile Fracht. Geile Frachten sind immer geil, ne? Weil sie ja geil sind. So. Oh, die Ausbeute ist aber sehr dürftig. Eine sehr dürftige Ausbeute, muss ich mal sagen. Ist fast schon zum Weinen so. Fast so weinerlich wie der Regen, der von oben runterkommt. Guck mal, warte mal, es reicht ja auch manchmal, ist weniger mehr. Und tatsächlich ist in diesem Fall sogar Richtung Leipzig. Leipzig ist zu falsch rum. Wir müssen in die andere Richtung. Kassel. Ja, das ist der Onkeltrick. Den Onkeltrick wollen wir nicht. Wer den Onkel nicht kennt, wir spielen ja noch eine Geschichte. Ich werde euch nicht erzählen, müsst euch die anderen 150 Teile angucken. Ach ja, Mann! Ey, Premiere, Leute! Premiere ist ja heute auch noch! Wir haben jetzt, wenn wir die Multiplayer-Spiele mal weglassen, also wir lassen jetzt mal die Multiplayer-Spiele in ETS, die wir schon gemacht haben, lassen wir mal weg, dann sind wir jetzt, glaube ich, beim 150. Video. Also, normalerweise haben wir Doppelteile, ja? Wir haben ja laut Videoliste, wenn du auf YouTube guckst, haben wir jetzt mehr Videos, ja. Das sind zwar mehr Videos, zählt aber nicht, weil der YouTube zählt ja jedes Video. Ich habe aber zum Beispiel, wenn wir ein Video aufgenommen haben, zum Beispiel jetzt, so wie jetzt, wir nehmen jetzt einen auf und das ist aber nachher, sagen wir, aus Spaß ist mal 6 Stunden und dann splittet man es in 2 Teile oder haben wir früher so gemacht oder nee, es ist auf jeden Fall lang. Es ist lang oder ein 2-Teiler, dann zählt es ja bei YouTube als 2, aber in Wirklichkeit ist es ja nur 1. Das heißt, offiziell haben wir jetzt aber eigentlich dann, du darfst die Doppelteile nur als 1 zählen, ja, weil YouTube zählt da mehr. Normalerweise haben wir mehr, aber wir haben jetzt offiziell haben wir jetzt 150 ETS-Videos gemacht. Wir haben eigentlich mehr, aber laut Liste, noch nach realer Zählliste, hätten wir jetzt theoretisch 150 komplette Videos gemacht. Ha? Nicht schlecht, oder? 150 ETS-Videos. Yeah! Sind aber mehr, es sind reichlich mehr, es sind wahrscheinlich 170, 180 oder 190, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber offiziell haben wir eigentlich nur jetzt richtig gerechnet 150. Ja, zählermäßig gesehen. Ohne 2 Teiler und hast nicht gesehen, ja, zählt dann nicht. 150 Videos ETS, yeah, yeah, hier bei Smite, yeah, yeah. Man kann sagen, vor 150 Videos hat alles angefangen. Ja, der Livestream fing da an, der YouTube-Kanal fing da an, ich fing an, alles fing an. Vor 150 Videos. Ich hoffe, das ist jetzt das 150. Video. Warte mal. Und ach so, und dadurch, dass wir jetzt das 150. Video voll haben, müssen wir jetzt eine neue Playlist anfangen. Ja? Ich hab die schon vorbereitet, glaube ich. Die ist schon vorbereitet, aber ist noch nichts drin. Weil die Playlist, unsere Playlisten, die wir da so haben, die gehen immer bis maximal 150 Videos, weil wenn da in dieser Liste 500 Videos drin sind, das scrollst und scrollst und scrollst. Sagst du, ja, ich bin jetzt bei Video 310, das scroll mal und scroll mal und scrollst, ja, bist du nur am Scrollen. Und wenn du nicht gestorben bist, dann scrollst du heute noch. Ich bin jetzt bei Video 843, das scroll mal los, Alter, scroll mal Video, das scrollst und scrollst. Also ich denke mal so 150 machen wir mal so einen Cut, weil ich denke mal, wir werden bestimmt nochmal 150 Videos ETS machen, kann ich mir so vorstellen. Weil ich hab ja noch gar nicht angefangen bei ETS. Ja, ich bin ja noch nicht mal nach Dänemark, ich bin ja noch gar nicht hier, Norwegen bin ich noch gar nicht, geschweige denn noch England, da war ich auch noch nicht so richtig. Also wir haben noch gar nicht richtig angefangen ETS zu spielen. Ja. Geht ja gerade erstmal los hier, wir sind inmitten unserer Geschichte eigentlich, irgendwie so. Wir sind gerade mal noch nicht mal bei der Halbzeit angekommen in der Geschichte. Naja, vielleicht ein bisschen, aber es ist noch ein weiter Weg, bis die Geschichte zu Ende ist. Und dann könnt ihr die später alle nachspielen. Natürlich wahrscheinlich in einer kürzeren Phase, als wie ich das gemacht habe. Warte mal, ich will mal kurz noch mal gucken. Mich interessiert das jetzt mal. Ich glaube, wir haben das 150. Video.
Moment bitte. Moment, meine Damen und Herren, wenn Sie sich ein bisschen gedulden, lehnen Sie sich bitte zurück. Drücken Sie nochmal das rote Knöpfchen, um praktisch von unseren Bediensteten sich was kommen zu lassen. Bestellen Sie reichlich, dann ist es reichlich vorhanden. Kleinen Moment, meine Damen und Herren, bitte warten Sie. Bitte, bitte warten Sie. Genau. Wir haben, genau, das ist jetzt der 150. Teil. Und zwar der 150. Teil, ganz wichtig, der 150. Teil in der ETS-Geschichte. Ja, wir haben natürlich auch noch einen Singleplayer, wo ich praktisch nach nichts spiele, da fahre ich einfach nur so durch die Gegend. Aber da haben wir erst, oh, da haben wir ja auch schon 13 Videos aufgenommen. Da haben wir auch schon 13 Videos aufgenommen. Und dann haben wir aber nochmal Normalplay. Warte mal, Normalplay ist doch Multiplayer, oder nicht? Da haben wir ein Spiel. Nee, warte mal, dann haben wir doch noch Multi. Normal. Ach nee, nee, bei Multi, wollte gerade sagen, bei Multiplayer haben wir 13 Dinge aufgenommen, Multiplayer. Dann haben wir ein normales, wo ich da einfach nur so durch die Gegend. Das heißt also, wir haben dann praktisch 13, 14 noch dazu. Aber wie gesagt, die zählen ja nicht erstmal. Es geht ja um unsere Geschichte. Aber offiziell haben wir dann in unserer Geschichte 150 Videos gemacht. Ohne die zwei Teile mitzurechnen. Also zählen wir als einen Teil. Also wie gesagt, offiziell haben wir wesentlich mehr Teile, ETS. Ja. Nicht schlecht, oder? Kann man also, wenn man also so ein ETS-Freak ist, kann man auf unseren YouTube-Kanal gucken, bis der Arzt kommt. Ja, machst die Playlist an und lässt laufen, bis der Arzt kommt. Da kannst du laufen lassen, bis der Arzt kommt. Jetzt gerade, jetzt kann ich den Chat, das ist ja Chat gerade zerschnitzelt, schnipselt. Jetzt kann ich das nicht sehen, was da Parkour irgendwas geschrieben hat oder so. Ja, da, die. So, zeig mal hier, Leis. Ein bisschen Leis verneilen geht nach Leipzig. Alles nach Leipzig, nach Liege. Tierfutter? Nee, frag nicht. Frag kein Tierfutter nach Liege. Kannst da hin, fand ich scheiße. Los, geh mal wieder ins Hotel zurück. Besser, ich leg mich wieder zu den Frauen dazu, das ist mir zu blöd. So, weiterschlafen. Ihr könnt übrigens alle weiterschlafen, ja? Ich habe euch gerade eine SMS alle geschickt, dass ihr weiterschlafen könnt. Das war echt finstere Nacht, oder? Wer läuft zu spät durch finstere Nacht? Das ist Cosima. Sie hat das Werk vollbracht. Okay, doch schon in England. Ja, aber wir haben nur zwei gezielte Orte angefahren. Wir sind da nicht rumgegurkt. Ja, es geht ja darum, England kennenzulernen, Fotos zu machen in England, haben wir auch nicht viel gemacht. Und da rumzugurken, sozusagen auf Deutsch gesagt, die Queen mal so richtig auf den Sack zu gehen, kannst du sagen. Und das haben wir natürlich nicht. Das sind von anderen Anwesenden hätten. Guck mal, finde, man sollte nicht, während jemand streamt, über Streams von anderen Anwesenden reden. Ah, das heißt, Miriam macht wahrscheinlich Stream. Hey, Miriam, hast du Stream? Soll ich Werbung für dich machen? Soll ich dich boosten? Aber nicht, dass du kriegst Husten, wenn ich tue, dich boosten, ja? Ich kann dich boosten, aber dann kriegst du Husten. So wie die Whitney. Die Whitney Husten. Deswegen, die wurde auch so viel geboostet. Deswegen hieß sie dann irgendwann Whitney Husten. So, was denn jetzt? Weiterschlafen. Achtung, wir schlägen uns wieder. Legt euch alle wieder hin. Augen zu und schnarch, 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 schnarch. Oh, der Regen wird immer schlimmer, Alter. Ich muss durch den Monsun hinter dem PDA, um ein Knöpfchen zu drücken. Och Mann, hör doch auf, ey. Das ist ja alles deine Scheiße. Was ist denn hier los, Alter Schwede? Jetzt hältst du am Kopf nicht aus. Was? Fahr doch mal los. Nein, du bist, wenn du neu bist, das kennst du gar nicht, oder? Hier ist eine ganz andere Welt. Hier bei uns. Fahr mal los, ist ja völlig falsch. Der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel. Hier sind hier eine ganze. Wir spielen ja ETS ganz anders. ETS ist bei uns völlig anders hier. Wenn du länger dabei bist, dann weißt du es. Oder guck dir die alten Videos an. Du wirst sehen, was ist denn da los? Ist ja toll. Ist ja total faszinierend, wie sie ETS spielen. Ja, Mann. Solange ich nicht schreibe, ist Cosimir nicht sauer. Was? Was? Schreib ruhig alles, Klecko. Quatsch dich ruhig sowieso nur. Und war. Hier, Klecko, schreib alles. Ich bin neugierig. Verrat mir alles. Sag alles. Sag alles über Miriam McFly. Sprich alles aus. Ich verrate ruhig alles. Ich bin neugierig. Und hier, Miriam, wenn du das Banner, guck mal unter dem Video, da ist irgendwo so ein LOL-Banner. Wenn du das bei dir rauf machst, mit dem Text, mit dem kleinen Text, der da drunter ist, dann kannst du auf die LOL-Seite mit draufkommen, als Livestreamer und so. Dann kann ich für dich Werbung machen. Dann wirst du mitgeboostet, ja? Musst aber das Banner auf deiner Seite haben. So. Und alle Zuschauer, alle Kleinen auch. Ihr werdet da alle aufgelistet, wenn ihr das Logo auf eurer Seite habt. So. Und jetzt guck mal wieder rein.
Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, na na, ich muss. Ey, ich liebe ETS. Liebt ihr auch ETS? ETS ist einfach geil, oder? Hier kann man so schön rumhängen, abquatschen, so. Ich sag euch warum. Guck mal, ja. Das Wichtigste bei ETS ist nicht die Fracht. Scheiß auf die Fracht. Nein, ich meine, die ist auch wichtig, so nicht. Aber, ich meine, guck mal hier. Ja, also das Wichtigste, guck mal, du steigst erstmal aus. Das war jetzt scheiße, weil wegen euch werde ich jetzt nass. Nur um das euch mal zu zeigen. Ja, nur wegen euch werde ich jetzt nass. Ich steige jetzt erstmal aus. So. Jetzt steigen wir erstmal aus. Autsch, ah! Hilfe! Ich bin hingeschlagen. Ah, war ich ja voll ausgerutscht auf meinem LKW. Das ist ja auch glatt draußen. So, das Geilste ist bei ETS. Ja, pass auf, ich zeige euch das mal. Pass auf. Jetzt hier. Du stellst dich einfach hin bei ETS und denkst dir so, ach ja, ist schon geil. Ja, ist schon geil. Da siehst du hinten, da guck mal, hinten fährt ein LKW-Fahrer. Der ackert da hinten schon wieder, Kollege, wahrscheinlich Lehmann. Weil der fährt immer noch den gleichen LKW. Das ist wahrscheinlich Lehmann. Und dann manchmal, wenn du nichts siehst, es regnet, oh mein, ich werde wegen euch fertig nass. Achtung, ich heb mal kurz ab. Kame-ha-me-ha! Ja, einfach geil. Das ist ETS. Wie gesagt, regnet gerade, keine Bräute zu sehen. Normalerweise, wenn es nicht so regnet, siehst du auch geile Bräute. Mann, hier wird gebaut, Leute. Hier wird gebaut. Wir sind in Dortmund. Wo waren wir gewesen? Dortmund? Nee, wo waren wir? Auf jeden Fall wird hier gebaut. Guck mal. Herrlich, oder? Hey, lass mal ein Foto machen. Achtung, lächeln. Danke. Muss man ja machen. Ordnung muss sein. Aber da hat sie Karin ja auch mit dem Lenkrad gespielt. So. Oh, damals beim Fliegen gesehen, ganz am Anfang. Karin vor allen Dingen. Boah, Karin, Mariam. Karin, inzwischen bin ich ja schon Challenger geworden, Mensch. Wir machen jetzt die Lohlmeisterschaft. Karin, das ist ja, Mensch, das ist ja. Mensch, seitdem habe ich epische Spiele. Habe ich alles auf. Muss man auf den YouTube-Kanal gucken. Haben wir epische Spiele gerockt seitdem, Mensch. Karin, das ist ja schon so weit von lange her, Junge. Übrigens hat er sein Schwert jetzt wieder, ja. Der hat ja eine Zeit lang hat Karin sein Schwert verloren, weil der halt Scheiße gebaut hat und hat ihm der König das Schwert weggenommen. Aber jetzt hat er Gott sei Dank sein Schwert wieder und kann auch spielen. Bloß im Moment spiele ich mit dem nicht, weil die Ari, die baggert mich so an. Die ist richtig heiß auf mich. Also die Ari, die baggert mich voll an. Ja, die, ich meinte schon neulich zu der, Mensch, wir müssen jetzt spielen, hör mal auf zu baggern. Und die baggert mich die ganze Zeit an, die Ari. So, ich muss ja mal ins Hotel zurück, Leute, quatschen hier so viel. Ah, nee, wir müssen ja mal gucken, den Frachtmarkt, hör mal auf, wir so quatschen hier. So, Frachtmarkt bitte. Danke. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal eine gute Fracht, ey, hör mal auf jetzt hier. Kleidung, Maja, Kleidung, bei dem Regen wäre nicht schlecht. Was, Spanplatten? Ah, kein Bock auf Spanplatten, fress doch alleine das Zeug. Osnabrück. Wir müssen ja mal, wir kommen ja, wir liegen ja, ey, sag mal, wo sind wir hier nochmal? In Kassel. Mann, wir sind doch voll der Hund begraben in Kassel. Wir kommen ja nicht mehr weg. Ich will was zum Essen fahren. Ich will jetzt keine Kleidung kann ich nicht essen. Spanplatten schmeckt auch scheiße. Und ein Radlader ist auch nicht verdaulich, so ein Ding, Mann. Hast du schon mal einen Radlader gegessen? Das schmeckt total. Wohin? Nach Düsseldorf. Da wollten wir doch hin. Wie viele Kilometer? Na los, fahren wir jetzt nach Düsseldorf. Ich will aber nicht das fahren. Gibt aber 6000 Kursi. Ach, quatsch mir nicht vor. Mich selber beleidigt. Was? McMariam hat ein Bann bekommen? Ein Kollege von mir wollte sie sich mal informieren. Wie wäre, wenn wir sich als Co-Moderatoren für Lotturnier. Ein Kollege von mir wollte sich mal informieren, wie das wäre, wenn er sich als Co-Moderator für das LOL-Turnier melden würde. Als Co-Moderator brauchst du aber Ahnung. Boah, ist der schon Challenger oder Master? Ich brauch doch da Challenger und Master, Leute. Die anderen sollen alle mitspielen. Also wenn der kein Challenger Master ist, dann sollte er besser mitspielen. Sag denen, der soll mitspielen und nicht moderieren. Der soll spielen und nicht moderieren, Mann. Ramen lassen. Essen. Was? Düsseldorf Ramen essen. Was? Ramen essen? Und er war letztes Season Platin 1, kurz vor Diamond. Dann soll er mitspielen, der soll mitspielen und nicht rumquatschen. Und Mariam wurde mal gebannt anscheinend. Oder sowas. Unranked seit 3 Jahren. Mariam, du machst irgendwas falsch. Sag mal, spielst du den Garen? Los, Konzentration bitte. Ich muss hier arbeiten, Leute. Ich muss Geld verdienen.
Kann ich jetzt nochmal pokern? Ich weiß es gar nicht. Jetzt brauchen wir einen Ninfan. Der passt nämlich immer auf, wie viel ich schon gepokert habe. Ich poker noch einmal. Pokern heißt, dass wir uns nochmal schlafen legen. Vielleicht geht dann auch der. Weil so ein Regen, da rutsche ich nachher mit dem LKW noch aus und fahre gegen. Fahr irgendwo gegen oder so. Nee, komm, wir probieren noch einmal. Achtung! Ja, schnarch. Oh ja, die Welt geht unter. Ey, ich hab. Erst war schlecht Wetter, als wir gekommen sind. Dann haben wir geschlafen, dann war der Regen noch schlimmer. Dann haben wir geschlafen, dann war der Regen noch viel schlimmer. Jetzt haben wir wieder geschlafen. Jetzt guckt euch mal an, was ist denn hier los? Mal, geht hier die Welt unter? Boah, da hinten, ich sehe da hinten, das ist ja da hinten. Das ist ja wie bei Star Trek schon wieder. Da hat sich ein Zeit. Da hat sich eine Raumanomalie. Da bildet sich eine Raumanomalie schon wieder. Das kann ja gar nicht sein. Das geht ja schon wieder los. Ich bin mittendrin in dieser sogenannten Zeitverzerrungsraumanomalie-Schleife. Ich bin schon wieder mitten in Star Trek hier. Da, es blitzt schon wieder. Ich werde reingezogen in eine Raumanomalie mit meinem ETM, mit meinem LKW. Und die Mädchen sind noch im Hotel. Ich muss die mitnehmen, wenn ich schon auf einen Raumanomalie-Trip gehe. Ich wollte ETS spielen und nicht Star Trek. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter Schwede, ich kriege mich nicht mehr ein hier, Mann. Wurde eben eine Minute getimertet, weil ich geschrieben habe, dass ich. Ach so, ja, da musst du aufpassen mit. Da wohnen in Deutschland die meisten Japaner. Oh, da müssen wir nach Düsseldorf ziehen, da lernen wir richtig losspielen dann. Marian sagt, in Düsseldorf wohnen die meisten Japaner. Da müssen wir nach Düsseldorf, das heißt, dort lernen wir losspielen dann, also, oder? Ja, warte mal, kann es sein, dass wir seit 20 Minuten immer noch auf demselben Platz stehen im Stream? Nein, Marian, wir bewegen uns doch. Das ist eine. Schreibungskompensator im Truck. Der war geil. Der war gut. Miriam, du denkst mit. So, Konzentration jetzt. Wir gehen jetzt wieder zum Frachtmarkt. Ich hoffe, ich kriege jetzt was Schnuckliges. Was Schönes, Heißes. Nein, keine Currywurst und Pommes frites. Sondern ich möchte eine Fracht haben. Drück doch mal an. Nein, wieder rein. Oh, die Blätter nerven mich aber jetzt auch ein bisschen. Aber nur, die Welt geht unter. Warte mal. Geh mal zurück. Das muss man fotografieren. Das glaubt mir wieder keiner. Das muss ich immer, wenn ich den Leuten erzähle, habt ihr gesehen? Das glaubt mir. Wir haben alles auf Video, aber ich will trotzdem ein Foto haben, falls die Polizei mich fragt, wo ich gewesen bin. Dann sage ich war bei der Raumanomalie. Moment, ich muss ein Foto machen. Lächeln? Gut. So, jetzt aber. Ist anstrengend hier. Es ist so anstrengend. Hoffentlich haben wir gut gepokert. Warte mal. Sägespäne. Nee, Altkunststoff. Brennen, Bremsflüssigkeit und Lachsfilet. Oh ja, wohin? Ja, Lachsfilet. Na also, das geht doch. Muss man immer erschimpfen? Oh, 349 Kilometer. Naja, gut. Aber das Lachsfilet möchte ich mir nicht entgehen lassen. Was haben wir noch? Hamburg ist falsch. Köln ist. Köln? Da ist Köln? Ich dachte, Köln ist irgendwo bei mir da irgendwo. Da ist Köln? Was gibt's denn in Köln? Altkunststoff? Nee, fahr die Scheiße alleine, Mann. Sägespäne kannst du auch in der Tasche stecken. Du kannst ja deine Vogelscheuche mit ausrüsten für dein Landstück Landteig. Nee, ich will Lachs fahren. Nach Liege. Außerdem machen wir einen kleinen Sprung an diese Dreier. Weil diese Dreierkonstellation ist. Aber Liege war auch beschissen. Ich mag die Gegend irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Weil es so eine blöde Parke da. Das ist alles Parkeblöde. Ich habe auf das andere keinen Bock. Wir fahren jetzt nach Liege. Haben wir noch Zeit? 3 Stunden Abholzeit. Ja, kriegen wir gebacken, Herr Kamerad. Los. So Leute, alle raus aus dem Hotel, geht los hier. Jetzt erstmal schön, Lachs, ziehen wir uns erstmal schön. Pass mal auf, ihr könnt jetzt gleich mal, Miriam wird jetzt gleich mal reinmarschieren, die Frachtpapiere. Ne, pass mal auf, Miriam kriegt einen extra und Klecko kriegt auch eine extra Aufgabe. Und Paco auch, wenn der noch da ist. Warum ist der Sound so leise? Ich höre kaum was hier. Warum ist denn lauter die Mucke hier? Dreh auf die Kiste. Ja, das ist irgendwie leiser hier, oder? Warte mal. Ich muss mal meine Spieledatei gucken, weil ETS dürfte ich theoretisch drin haben von der Lautstärke. Moment, muss mal kurz gucken. Zeig mal hier ETS. Da steht 45. Ja, war auf jeden Fall zu leise eingestellt. Warum ist ein ETS leiser hier auf einmal? Dann machen wir 45 wieder so. 45. Warum war das runtergeregelt? Komisch. Manchmal. Liege, das wird Leisch ausgesprochen, wenn du es korrekt sagen magst. Leisch? Liege meinst du? So, los. Alle anziehen, Leute. Ich hole euch vorne ab. Licht an. Gut. Oh, meine. Boah, Harry Potter. Harry Potter, die Geister des Harry Potters. Ganze Gesicht wird hier nass. Da kann man sehen. Und ja, die Brille putzen. So,
Einmal los. Yo ho, yo ho, di do, di do, di do. Nam da dam da dam da dam dam da dam da 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 dam. Yo ho, yo ho, na da 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 da. Ich kann nichts sehen, mach doch mal den Scheinwischer an. So Leute, alle einsteigen. Na guck mal, die Mädchen kommen schon wieder. Guck mal, einer hat wieder nur einen Slip an und die andere hat einen BH schon wieder an. Und Gummistiefel. Ach Mensch, die Frauen hier wieder, ja. Na, mach da mal. Was? Die Jungs kommen schon wieder. Guck mal, die Jungs sehen anständig aus. Die haben alle einen Regenmantel an. Die Jungs sind alle anständig, ja. Die Mädchen drehen schon wieder frei hier. Mach da mal ein bisschen hin hier. Mann, Mann, Mann. Tür zu und zieht euch mal was an. So, seid da alle drin? Scheinwischer Stufe 1, ne? So. So. Gut. So, anschnallen. Und dreh mal Fenster auf. Zieht hier irgendwie so ein bisschen. Boah, ist so mal volles Untergangswetter hier. Und die Welt geht unter. Die Welt geht unter und wir bringen die letzte Fracht zu ihrem Bestimmungsort. Was bringen wir bei der letzten, was bringen wir bei der letzten Weltuntergangsfahrt? Natürlich Lachs. Nobel geht der Welt, geht der Mensch zugrunde, kann man sagen. Aber immer. Ah, hier, guck mal hier. Ein Foto machen. Welche? Das ist ein Scheißfoto, aber ich dachte, ich wollte es nochmal ein Foto haben. Das ist Wahnsinn. Na, 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 na. Helle, helle, helle. Dann mal los. Warte mal, wir müssen irgendwo. Ach, wir müssen ja hier schon rennen. Jetzt wären wir ja beinahe wieder vorbeigefahren. Hey, warum fährt denn der zurück? Was ist mit dir los? Oh, was für ein Wetter hier. Nicht aushalten. Und dann guck mal nicht so blöde da hinten, was kickst du denn so blöde? PKW-Fahrer, die haben alle keine Ahnung. Los! Ich dachte schon, na was denn du? So, pass mal auf, so, Miriam, du gehst mal rein, hol mal 15 Kilo Lachsfilet, ja? Miriam geht mal rein, 15 Kilo Lachsfilet holen und Klecke holt mal die Frachtpapiere. Und weil wir hier in Dingsebumse sind, Miriam zieht sich mal an, kurzes Rockchen, kein Slip drunter, Schuhe mit hohen Absätzen, kurzes Oberteil, leicht transparent und ein Schleifchen im Haar. Und Klecko genauso. Ach ne, Klecko geht ja. Also, doch, Klecko genauso. So, gut. Und Klecko, nehmen mal die ganzen Zuschauer, nehmen mal alle mit, dass sie alle, ihr könnt mal alle den Lachs holen. So. Ne, mit Miriam müsst ihr mitgehen und Klecko holt die Frachtpapiere, so. Ihr müsst mit Marion alle mitgehen. Aber zieht euch mal alle so an. Zieht euch mal alle so an, und dann, dass ihr den Lachs holen könnt. 15 Kilo, ja? So, gut. Warte mal. Ja, doch, Lachs. Ich dachte schon, wir kriegen keinen Lachs mehr. War aber zu spät gekommen oder so. Aber gut, alles okay. Wir kriegen unseren Lachs. Ach so, sagt dem Lager bitte, dass er von Hypnos World kommt. Dann kriegt er das auch alles. Die kennen uns hier. Ich hole euch am Eingang dann wieder ab. Lasst euch ein bisschen Zeit. Nicht, dass er da die ganze Zeit im Regen steht. Nicht, dass mir der Lachs versaut wird. Ja, und dass ihr natürlich nicht nass werdet, aber werdet. In erster Linie war es mir der Lachs nicht versorgt. So, mal gucken, ich fahre mal nach Gefühl. Pass mal, ich fahre einfach nach Gefühl jetzt. Mal gucken, wo ich lande. So, und? Schwenk ich gut ein? Naja, hätte besser sein können. Rippabsatz. Pass auf, Kamille, mit deinen großen Kleinschreibungen. Da ist der Filter auch manchmal ganz allergisch manchmal. Pass bloß auf, sag ich dir. Schlafschiff. Ah, fast perfekt angedockt, aber nur fast. So, ich hoffe, der Lehrling hat wieder alle Anschlüsse richtig angestellt. Das ist da wieder eine Scheiße. So, das heißt, wir fahren jetzt 349 Kilometer. Naja, ganz so spät ist es ja noch nicht, das 1:12 Uhr war, ne?
So. Ah, guck mal, da stehen sie schon. Guck mal hier, Mariam hat weiße Klamotten an und die anderen auch alle. Schön, guck mal, wie nass sie alle aussehen. Und sexy vor allen Dingen. Sieht alle so sexy aus da. So, dann kommt mal alle rein. Wo ist mein Lachs? Wo ist der Lachs? So, Lachs bitte verstauen, ja? So, Tür zu. Und anschneiden bitte. Wir haben jetzt eine lange Fahrt. 349 Kilometer haben wir vor uns, Leute. Sehen, dass wir wieder an eine Tanke rankommen. Ja? Dass wir ein bisschen was Leckeres vielleicht kaufen oder so. Wir fahren nach Liege, Im Kontrast zu meinem Schoko-Haut. Ein Fenster hoch, nicht runterdrehen. Lass Fenster zu erstmal. Ich mach hier, hab die Hydraulik eingeschaltet. Unsere, wie heißt es hier? Wir haben Klimaanlage drin. Bei dem scheiß Wetter lassen wir mal die Klimaanlage laufen. Unsere pneumatisch vorgeheizte Klimaanlage hier. Einmal los. Mal gucken, was welche Abenteuer uns auf der Straße. So, vielleicht fahren wir ja von den. Guck mal, die Dienstmädchen nochmal. Ich wink nochmal. Nochmal gewunken. Ja, muss ja sein. Ist ja klar. Die werden mich wahrscheinlich vermissen wieder. War schön gewesen. Hat Spaß gemacht im Hotel. Buffet war auch gut gewesen. Obwohl der Linseneintopf war wahrscheinlich zu viel, den ich gegessen habe. Komm ich rum? Klar komme ich rum. Was war denn da? Hat sich gerade da hinten ein Tornado hin? Ich dachte schon, da hinten kommt. Seht ihr da diese Qualmwolke, den Schornstein? Ich habe gedacht, da bildet sich gerade ein Tornado oder sowas, Junge. Oh, das muss ich fotografieren, Mann. Das immer lächeln. Ich habe gedacht, da hinten bildet sich ein Tornado. Ich habe den Schornstein nicht gesehen. Das fehlt noch, dass wir bei ETS mal ein Tornado bekommen. Ich meine, wenn wir so weit erstmal sind, dass wir bei ETS Tornados bekommen. Mann, nur nicht um 12. losfahren, Kurs. Wie viele Tonnen haben wir eigentlich überhaupt? 14 Tonnen. Na, damit können wir leben. Mit 14 Tonnen können wir leben. So, Kassel. Mach's gut, Kassel. War schön bei dir. Kasseler Frauen waren echt Kassel. Die waren echt Kassel. So, Kollege wieder. Achtung, hier alle grüßen. Nein, guck mal, wir fahren in Richtung Sonnenschein. Guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Weg wird ein leichter, denn die Sonne strahlt allein. Meistens aber kacke aus. Locken sind doch super, hab ich. Ey, sag mal, bist du bescheuert? Willst du mich hier abdrängeln, du Pfeife, du? Habt ihr das gesehen? Da wollte er mich gerade schneiden. Hast gedacht, ich sehe das nicht, oder? Fahr mal hinter mir, wenn du schon ihr Auto fahren kannst. Bleib mal lieber hinter mir, damit du mal weißt, wie man es richtig macht, Pfeife. Meine sehen aber kacke aus. Aus und sind nicht. Was sind nicht? Schön, weil ich mir schöne Glättung drin habe. Glättung! Sie glättet die Haare. Sie glättet die Haare. Drum sind sie ganz, ganz glatt. Sie ist also bräunhäutig und hat glatte Haare, kann man sagen. Sie ist braunhäutig und hat glatte Haare. Na, 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 na. Unsere Mariam. Na ja, gut. Muss man ja auch mal wissen. So, Leute, passt ein bisschen auf. Wir fahren durch einen finsteren Wald. Und nein, es ist nicht die Kluft der Beschwörung. Ich habe echt Lull gelitten, oder? Ich habe Lull gelitten und habe große na 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 na. Das war jetzt gerade. Hoffentlich werde ich jetzt nicht gebannt. Also im Chat würde ich dafür jetzt gebannt werden. Ja, für die Moderatoren, ich benehme mich ja schon. Meine Moderatoren kriegen wahrscheinlich schon wieder ein Augenzucken oder sowas. Sie kriegen ein Augenzucken, denn Cosima tut schon wieder böse Wörter ausspucken. Warum haben deine Locken denn den Namen? Was? Parkus Locken haben. Oder wer? Parkus Locken haben Namen? Scheiße, ich kann gar nicht so schnell lesen. Die schreiben da Romane. Die fangen schon an wie Natalu. Die schreibt auch immer Romane im Chat. Romane kann man als Livestreamer schlecht lesen. Besonders wenn man gerade in einer Actionphase ist. Das sind immer so Sachen wie ja, nein, vielleicht. Willst du auch? Ja, ich auch. Du auch? Ja, ich auch. Oh, da vorne fährt ein Kollege. Der scheint eine schwere Last zu haben. Guck mal, den holen wir aber locker ein hier. Und guck mal, die Sonne, der Regen hat aufgehört. Wir fahren in eine sogenannte Abenddämmerung. Oh, wir fahren hinter den Kollegen. Vor uns nichts als Landstraße. Da kann man wieder singen. Jetzt fahre ich. Nee. Ratta, 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 da, da, da.
Jetzt fahre ich hier schon seit Stunden, vor mir sehe ich niemand fahren. Doch da taucht einer auf und ich denk mir nur so dabei, ja das ist ja schön, oh wei, oh wei. Na 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 na, wir fahren an einen Steinbruch vorbei. Dort versenkt mein Onkel alle Kollegen. Komm, wir fahren mal hinterher. Obwohl, wir haben eigentlich keine Zeit, weil ich würde gerne noch ein bisschen Zeit für Fotos irgendwo, wenn geil. Guck mal hier, schöner Sonnenuntergang. Romantisch. Hier für alle Frauen, das sind alle Männer, die romantisch sind. Wer ist alles romantisch? Wer alles romantisch ist, macht mal bitte ein Herzchen im Chat. Macht mal ein Herzchen im Chat, wenn ihr romantisch seid. Na, 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 ein schönes Bumse-Dingse. Warte mal, ich mache ein Foto. Ein on the fly, in the LKW-Foto. Achtung. Gut. Guck mal, wie schön. So schön gibt's das nur bei ETS. Da fahren wir im Sonnenuntergang hinein. Vor mir fährt ein Schwerlast-Transporter. Na, 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 das finde ich fein. Okay, wir gehen mal Flamme. Wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten. Achtung, 10. Gang runterschalten. Beschleunigen, Warp 10. Und vorbei. Oh, oh, oh. Kollege, alles klar? Mach's gut. War schön mit dir. Wir sehen uns. Na, 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 jetzt fahren wir vorbei. Ich hab reingeschaut und der juckt sich das. Na, 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 na. Das wollte ich noch nicht wissen. Na, 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 na. Also, wir haben einen Romantiker hier. Einer ist Romantiker, hat ein Herzchen gemacht. Oh, ey, was schaukelt mein Schiff hier so? Ach, schöne Straße, guck mal hier. Schön lang. Schön und lang. Man kann also sagen, Miriam ist eine heiße, bräunhäutige, ungelockte, heiße Schnitte sozusagen. Da, 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 da. Oh, jetzt hätte ich, beinahe habe ich mich erschrocken. Warte mal, Achtung, in 200 Meter fahren wir mal an eine Tanke ran. Denkt an Leute, so darf nur ich sprechen. Ihr müsst euch alle benehmen. Ihr müsst dann immer sagen, Cosima, benehm dich mal wieder. Ihr müsst euch leider benehmen. Ich darf das, weil ich ja in meiner zweiten Pubertät bin. Ich darf nämlich alles. Ich bin ja in meiner zweiten Pubertät. Ihr nicht. Ihr dürft das alle nicht. Ihr seid schon erwachsen. Hm, da, da, da. Was? Kannst du das Lied Morgen früh daheim von Bab? Das ist auch ein nice Autobahnlied. Sagt mir jetzt nichts. Warum habe ich jetzt den Motor abgewürgt? Miriam hat Schuld, dass ich den Motor abgewürgt habe. Na, 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 na. So, jetzt mal gucken wir die Spritpreise hier. Wie sieht's aus? Na. Wir rollen sonst wahrscheinlich. Mach mal Scheinwisch aus. Ein Fahranfänger vergisst das immer. Du bist doch kein Fahranfänger, Mensch. Ja, wir wollen uns mit der Preise wieder bescheißen hier. Naja, gut. Tank mal trotzdem ein bisschen nach. Unsere Schleuder, der hat Durst. Die gehört uns ja, ist unsere Schleuder. Also ist unser Stück. Das haben wir. Bing. So, pass mal auf Klecko. Hier, Parkour. Parkour, springt mal ran. Hol mal bitte 2 Becher Kaffee mit Deckel und dazu wieder, weil es gibt's ja leider nur. Guck mal nach. Also auf jeden Fall 2 Kirschsträuße sehe ich von hier aus schon. 2 Kirschsträuße und guck mal nach, ob es noch ein belegtes Baguette gibt. Mit irgendeinem Salatzeug und Rest. Irgendein gesundes Zeugs oder sowas. Oder Bulette. Bulette hat der hier wahrscheinlich nicht. Keine Bulette. Sonst hätte ich gesagt, gib mal ein belegtes Brötchen mit Bulette und Senf oder sowas. Aber hol mal die 2 Becher Kaffee und ein bisschen Kirschstreusel dazu. Nein, Bier ist abgelehnt, Paco. Bier gibt's nicht. Bier ist verboten. Motor aus, tanken. Nein, da kannst du normal laufen. Und ihr zieht auch nicht immer Röcke an. Es kommt immer darauf an, bei welchem Frachthof man ist. Ja, es kommt immer darauf an, bei welchem Frachthof man ist. Bei manchen muss man halt verschiedene Sachen anziehen. Das ist nicht immer die gleichen Sachen. Das ist das Schlimme leider. Sonst kann man sich darauf wenigstens konzentrieren, dass man die Sachen anzieht. Nee, das ist jeder. Viele Frachthöfe haben verschiedene Kleidungsstile, wo man dann die Frachtpapiere abgeben muss oder die Ladung holen muss oder sonst irgendwas. Aber ich tank mal noch einen Euro nach hier. Nicht, dass praktisch. Hey, wir hatten jetzt den Motor gestartet. Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich will mal ein bisschen für die Kiste voll tanken. Wer weiß, wo wir hinfahren. Das haben mal volle Kanister jagen. Gibt's nur Radler und. Nein, kein Alkohol. Alkohol gestrichen. Alkohol wurde gestrichen. Scheinwischer aus, Cosi. Denk an die Wischblätter. Jetzt habe ich es auch gelesen. Zit, 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 zit. Fährt Miriam, fährt die eigentlich auch ETS? Oder nicht? Oder spielt die LOL? Was machst du, Miriam? Bist du noch da? Was spielst du so? Was machst du so? Was sind deine Lieblingsspiele? Hau mal raus. Erzähl mal. So. Haben wir alles? So, ist Paco wieder da? So, mach zu, Paco. Anschnallen. Oder setz ihn da hinten. Setz ihn da hinten.
Sonst kaut er mir wieder ein Ohr ab. Setz er mal nach hinten. Und lass Fenster zu. Ich hab die Klimaanlage an. Das hab ich mir erschrocken. Ich krieg schon wieder einen Strafzettel. Ich bin schon so Strafzettel geschädigt, dass ich schon wieder zusammengezuckt bin. Immer wenn dieses Geräusch kommt so. Ja. Komm, lass uns unser Lied wieder singen. Ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Ich kann gamen, ich kann flamen, ich kann heaten, ich kann cheaten. Ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Neulich war ich wieder mal in so einer Innie drin und da dachte ich mir, Mensch, das macht gar keinen Sinn. Ja, da ging ich wieder raus, alle dachten, ich heiße Klaus. Ich bin Gamer von Beruf, ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. Da 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 da. Da 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 da. Ich kann gamen, ich kann flamen, ich kann heaten, ich kann cheaten, ich bin Gamer von Beruf. Ein goldenes Handwerk, was der liebe Gott erschuf. So, jetzt wird's Kriminal-Tango-mäßig hier. Warte mal, der leuchtet, was ist denn da los? Ich wollte gerade sagen, was leuchten da für Lämpchen denn auf? Ich sehe, kommen hier Außerirdische? Da, da, da. LOL. Warte mal, LOL Overwatch. BO2. Was heißt denn BO2? Ab und an mal. Was ist Bravalla? Multiplayer spiele ich nicht so viel. Spiele auch viel auf der Konsole. Oder einfach Story-Spiele. Story-Spiele. Story-Spiele gut. Story-Spiele gut. Und was ist denn jetzt BO Battlefield ist es nicht? Ach, Black Ops oder so vielleicht. Black Ops 2. Und dann ist die Frage, was ist Black Ops 2? Sind die Counter-Strike oder sowas? Ach, Call of Duty. Nee, das heißt doch dann, das heißt Code oder wie das geschrieben wird. Da hast du es aber falsch geschrieben. Heißt das nicht irgendwie Code oder wie die da immer schreiben oder Code? Guck mal, der Wald. Der finstere Wald. Black Ops. Der Call of Duty. Warte mal, ich muss aufpassen, was verfahren wir uns hier. Dann hat Miriam Schuld, wenn wir uns hier verfahren. Schreibt mal einen 7. Dortmund. Achtung, Dortmund ist ausgeschildert, Leute. Linke Spur rein, Flamme geben, rüberziehen. Bevor wieder so irgendein Honk uns wieder mal hier reinlässt oder so. Schreib. Duty, Black Ops. Hört sich echt, genau, Call of Dirty. Und ich habe das noch nie gespielt, ich frage mich, ob das schön ist, dieses Call of Dirty. Ob Call of Dirty schön ist? Also ich scheine einige zu spielen, bei uns hier auch. So manche Leute, die bei uns kommen, die spielen irgendwie Call of Dirty. Zeichne halt auch in meinem Streams. Zeichnen gut! Mensch, da kannst du ja Bilder zeichnen für unsere Amateurmeisterschaft in LOL. Könntest du Bilder zeichnen? Stell dir das mal vor. Ich könnte dich dann vermarkten, so wie Yummy. Ich kann Werbung für dich machen dann. Könntest du auf die Hauptseite dann kommen. Wenn wir uns an Yummys Bild satt gesehen haben alle, dann können wir uns an deinen Bildern satt sehen. Und dann wieder an Yummy und dann dein und dann Yummy und dann dein und dein. Und dann mal an beide vielleicht sogar. Könntest dort in die Galerie kommen. Wir haben da sogar eine Galerie auf der Seite. Da, 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 da. So. Die Miriam. Sie zeichnet. Zeichnen ist schön. Achtung, jetzt hat sie aufgepasst. Moment, ich muss komplizierte Sachen machen. Frau muss gerade komplizierte Sachen machen. Mann, einsam und verlassen hier. Ziehen wir unsere Bahn hier. Und wir haben noch 190 Kilometer. Mann. Halt hauptsächlich Manga-Zeugs. Manga-Zeugs gut. Manga-Zeugs schön. Ach, dann warst du das vielleicht, die ich mal angeschrieben habe. Es kann sein, dass ich dich mal angeschrieben habe vielleicht. Na, 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 na. Und keine Antwort bekommen habe. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich dich mal angeschrieben und keine Antwort bekommen. Das kann durchaus sein. Da, da. Und das macht sie toll, sagt Klecko. Klecko weiß schon wieder mehr als ich. Und ich bin in der falschen Spur. Bleib ja, ey! Oh, scheiße. Jetzt habe ich einen perversen Fahrschulfehler gemacht. Mach schnell! Ey, bleib hinter mir! Ey, wehe, du schneidest mich. Jetzt, ich sag dir, steig aus und hau dir den Lachs um die Ohren, sag ich dir. Hab noch nie privat geschrieben. Ach so. Ich habe irgendwie mal ein oder zwei, da waren zwei, die konnten auch zeichnen, auch ziemlich gut zeichnen, also die konnten auf jeden Fall gut zeichnen. Und dann habe ich die mal angeschrieben, ich hatte da so ein paar Ideen, ob sie es nicht mal zeichnen wollen, so als Cover für unseren Stream zum Beispiel, so als Bildchen oder irgendwas oder so. Also halt ein Bildchen für unseren Stream oder so, das. Und dann habe ich aber keine Antwort bekommen. Ich glaube, die sahen sogar heiß aus. Aber auf jeden Fall habe ich keine Antwort bekommen. Dann dachte ich mir so, naja gut, dann halt nicht. Meine Mami würde sagen, naja, leckste Fett.
Lexefit. Oder nach dem Motto, wer nicht will, der hat schon. Ja, genau, ich hatte ein oder zwei, hatte ich mal angeschrieben, aber keine Antwort bekommen, glaube ich. Da. Nicht den Lachs. Also nicht mit Lachs um die Ohren hauen. Na gut, dann halt nicht den Lachs. Dann hauen wir halt den Schraubenschlüssel um die Ohren. fährt sich gerade schön, oder? Es fährt sich so entspannt, muss ich mal sagen. Damit es noch ein bisschen ruhiger wird, hier scheint mal an den 11. Schön geschmeidig so. Der Lachs kommt auch mein Sushi. Ja, Lachs wollen wir sehen, dass wir noch einen Kollegen grüßen. Wir haben gar keine Kollegen gegrüßt hier, Mensch. Black Ops. Ich glaube, die Kühlung vom Laderaum ist ausgefallen. Da flischt es ganz schön. Nein! Mach mir keine Angst, Mann. Dann hat der Lehrling Schuld, weil der die Anschlüsse nicht richtig angeschlossen hat. Mann, ganz schön finster hier, oder? Ich werde mal Licht anmachen hier. So. Ist ja voll gruselig hier gerade. Das ist ja gerade hier wie Clarence Clearwater. Guck, die Polizei. Ist ja wie Clarence Clearwater Revival. Wo das denkt, na. Wie war denn das Lied jetzt nochmal? In the Midnight Special. Ich finde die Tonlage gerade nicht. Oh, nee. Also. Und dazu musst du natürlich noch auf halber Lichtgeschwindigkeit fahren, sozusagen. Auf halbe Lichtgeschwindigkeit, also den Lichtpegel, damit es noch ein bisschen gruseliger wird. Achtung. Bada-bum-bum-bang. Sag mal, fahren wir durch den Wald oder so was hier? Was ist denn hier los? Alter Schwede, ist doch voll finster hier. Jetzt haben wir fast, jetzt ist er beinahe verkackt. Jetzt. Boah, sieht ja damals aus wie Carrera-Bahn mit Beleuchtung. Ist der Carrera-Bahn mit Beleuchtung hier, Mensch. Du. Ach ja. In the summertime, sieht aus wie in meiner Seele vor allen Dingen. Bei meiner Seele, du bist herzergreifend beautiful. Wenn ich dich so ansehe. So. Konzentration bitte. Ich muss jetzt ein gefährliches Abbiegemanöversystem machen. Ja? Ja, schön abgebogen. Ich bin voll der Bieger, oder? Ja, Mann, ich bin voll der Bieger. 119 Kilometer noch, Leute. Wir kommen voran. Auf der Autobahn, Autobahn, fahr ich mit meinem LKW. Einsam und allein vorwärts auf der Autobahn. Da fährt sich's meistens ziemlich langweilig, denn du kannst dort ja keine Häuser sehen. Na 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 na. Komische Lieder. Du machst echt verdammt gut. Würde das gar nicht verkaufen, bis die Leute hinterher kriechen. Miriam zeichnet gut. Das heißt, Miriam müsste für unsere Lohseite Bilder zeichnen. Dann kann ich die vermarkten sozusagen. Also ich meine, ich kann eine Miriam vermarkten. Ich kann Miriam verkaufen. Dann wird sie ein großer Star. Sie wird ein großer Star dann. Irgendwann meldet sich dann Riot und sagt, Miriam. Und Miriam sagt dann, ja. Und Riot sagt, rufen Sie uns bitte an. Er sagt, you call uns. Ja, der Karl. Du sollst also den Karl mal an uns ran. Also ruf uns an, auf Deutsch gesagt. You call me, sagt der Chef von Riot dann zu Miriam. Und Miriam sagt, aber warum denn? Naja, wir wollen sie haben. Wofür denn? Na, für uns. Wie denn jetzt? Na, zum Zeichnen und Malen. Ach so, okay. Dann komme ich. Und Miriam, natürlich Miriam voller Freude, springt sie dann hoch
macht einen dreifachen Rittberger in der Luft und sagt Juhu! Und ich hoffe, denk dann, Mariam, wenn du dann ein Star geworden bist, ja, denk bitte daran, dann kriege ich aber ein Autogramm und sowas. Und Giveaways. Autogramm und Giveaways, wenn du ein Star bist. Das sage ich zu allen, aus die wir Stars machen. Denn wir machen ja bei Hypnos World, machen wir die Stars von morgen, ja. Als Wiedergutmachung oder als Pakt, als Teufelspakt, kriege ich dann aber Giveaways und Autogramme und sowas alles. Vielleicht auch, gibt es ja auch. Giveaways kann ja alles Mögliche sein, nicht? Hier BH oder so eine Gamerjacke oder hier so eine. Keine Ahnung, was es alles gibt. Und als Giveaways halt. Slip oder. Ah! Sag mal, bist du bescheuert? Siehst du das nicht, dass ich mich hier gerade unterhalte? Fährt dir mal fast in die Spur, du Pfeife, du. Lass dir mal dein Lehrgeld wieder zurückgeben von deiner Fahrschule da. Hinterhältiger, ein Vogel, du. War hier so friedlich mit meinem LKW und der will mich anscheißen. Da will ja Versicherungsbetrug wieder kaschieren hier. Was hat mir. Kommst du zur Gamescom? Ja, irgendwann mal, wenn ich ein Star bin, okay? Wenn ich ein Star bin, komme ich zur Gamescom. Oder wenn ich Geld habe, um dahin zu kommen. Wenn ich Geld habe, um dahin zu kommen, dann komme ich mal dahin. Mit, aber nur wenn ich mit meiner Kamera, dass ich da. Ich muss es ja dann. Warte, oh, hier ist ein geiler Bums. Warte mal. Hier fahren wir ran. Ja. Denn hier gibt es nämlich Schmuttelhefte. So, ich tanke nicht, aber ich will ja die Schmuttel. Wie viel Zeit haben wir denn? Warte mal. Geilomato, warte mal. Lass mal Spritpreise gucken. Ich meine, vielleicht kann ich ja doch einen Liter nachtanken oder so. Ja, die wollen ja noch mehr als der andere Ölmilz. Oder? Nee, doch, ist billiger hier. Hier ist billiger. Pass mal auf jetzt. Mariam geht mal rein und holt mal Schmuttelhefte. Pass mal auf, weil hier gibt es bei den großen Tankstellen. Ja, guck mal hier. Bei den großen Tankstellen gibt es nämlich Schmuttelhefte. Und ich sammle ja Schmuttelhefte, weil die brauchen wir, die tauschen wir nämlich bei den Pförtnern manchmal. Und so, das ist ganz gut. So. Was, meine hessische Match History. Give gerne away. Was ist das? Und Klecke, ja, alle Tage wieder. Was? Alle Tage? Alle Tage wieder. Das heißt, aber der Name Mariam Flickfly kommt mir bekannt vor. Glaube, er früher mal LOL gespielt mit Proto. Mariam McFly ist sowas ähnliches wie George McFly, ja? Mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Ja, Mann. Mein Name ist George McFly und mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Ja, Mann. Ich weiß Bescheid, Mann. Ich weiß Bescheid. Ich bin ein Insider. Ich bin ein Insider. Insider. Mein Gott. So, also Mariam, geht mal rein. Du holst mal 6 große Schmuddelhefte und 6 kleine, weil ich möchte die gerne zum Tauschen haben und so. Und Paco kann nochmal losstiefeln, denn jetzt hier, Paco, hier wieder 2 Becher Kaffee und hier gibt's aber Currywürste. Hol mal bitte 3 Currywürste. Schön scharf mit Ketchup und eine doppelte Portion Pommes mit Mayo, okay? So, ich werde derweil mal nachtanken, die da hier. Guck mal, was wir mir wieder aus der Tasche leiern hier. Hab gestern noch BTTF geschaut. Scheiße, die Fachsprache hier. Marty McFly. Ja, Mensch, hier Ricky. Ricky, du petzt doch nicht alle, alte Petze. Ich gehe jetzt mal. Nein, keine Game-Magazine. Bist du mit den Bräuten, Mann? Ich will die Magazine mit den Bräuten haben. Bist du denn verrückt? Mariam, bist du verrückt? Nee, Mann, hol mal keine Game-Magazine. Hol mal die mit den Bräuten da. Diese, wirst du doch hier. 6 große und 6 kleine mit den Bräuten. Keine Game-Magazine. Das nehmen mir die Pförtner nicht ab. Da, wo wir hinfahren, die Pförtner, die sind nicht gay. Die stehen da. Die haben da in ihren Pförtnerhäuschen, haben die alles diese heißen Bräute da tapeziert da. Wenn ich denen da so ein Gay-Heft gebe, haut der mir das Ding, das Heft auf den Kopf kaputt da. Kannst du nicht machen, Mann. So, seid ihr wieder da? Ja, sind wieder da. Da kommen sie schon. Guck mal hier. Und guck dich in die Hefte, Mariam. Lass zu, das sind meine Hefte. Da hast du gar nicht reinzugucken. Du bist noch viel zu jung für. So, lass die Hefte zu. Sonst gibt's Strafe. So, komm rein. Tür zu. So, geht mal nach hinten, dass er mir nicht auf den Keks geht hier vorne. Geht mal nach hinten, dass er mir nicht auf den Keks geht. Ja, los geht's. So, wir müssen ein bisschen uns. Ich bin schon wieder erschrocken. Boy X Boy Action sehen. Boy X Boy Action vor allen Dingen. Boy X Boy Action vor allen Dingen. Ah, Diddle, sag ich nur. Diddle. Guck mal, die Kollegen schlafen ja wieder. Ah, fährt sich schön. Das ist eine schöne Fahrt, muss ich mal sagen. Wir hatten alles mit dabei. Wir haben ja alles mit dabei gehabt. Da 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 da
Warte mal, vielleicht sehen wir hier Parkplatz-Sex. Moment. Warte, guck mal mit. Vielleicht sehen wir Parkplatz-Sex. Nee, haben wir nicht. Die haben alle gepennt. Schade. Ich dachte, wir sehen Parkplatz-Sex. Manchmal, wenn du hinguckst, wenn du aufpasst, kannst du Parkplatz-Sex sehen. Guck mal, da stand Luxemburg auf dem Schild. Was? Ich hasse, mein Alter ist überall top secret. Frustet mich nur so. Sie ist schon so alt. Sie ist schon so alt. Na, Gott sei Dank, ich bin in meiner zweiten Pubertät. Na, na, na. Und Mariam ist so alt. Kollege. Und nochmal, Kollege. Mariam ist so alt. Na, 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 na. Sie ist so alt. Kollege. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 20 Kilometer, Leute. Wir sind kurz vor Liege. Oder Lech, Lech, wie Mariam sagen würde. Mariam würde sagen, das. Oh, warte mal hier. Brrr, wie viel Zeit haben wir? Ich habe ganz vergessen. Noch 4 Stunden für Abgabe, kriegen wir hin. Wie war das? 180 Kilometer in 3 Stunden oder sowas. Kriegen wir also locker hin. Halt mal an. Pass mal auf, ein paar von euch bleiben drin, ne? So, falls die Polizei kommt, sagt einfach, ich bin mal wieder kotzen, weil also mir ist das komische Tankstellenessen nicht bekommen, ich bin kotzen gegangen. Also sag mal, wenn die Polizei kommt. Autsch! Aua, aua! Was hupst du denn da schon wieder? Halt da mal die Schnauze, Mann! So, warte mal, guck mal hier, wunderschön. Ich stehe so an meinem Atoll. Nee, ich stehe so an meinem Atoll. Mein Atoll, wundervoll. Nee, das war irgendwie anders. Ich stehe so an meiner Lagune. Nee, war das von Rainer Grebe? Ich habe so eigenen Atoll. Ich stehe so auf meinem Berg. Nee, ich war auf meinem Atoll. Mein Atoll. Wundervoll. Wie war denn das gewesen? Beim Mondlicht. Guck mal hier. Der Kanal. Kanale Grande bei Mondlicht. Schöner kann es gar nicht mehr werden. Eine heiße Braut im Arm oder einen heißen Jungen und. Ja, hallo, du störst jetzt meiner Romantik. Halt da mal die Schnauze dahin. Bist du bescheuert? Ich bin gerade auf einem Romantiktrip und du hupst mir halt da mal. Oh. Wie soll ich da meine Romantik entwickeln? Guck mal, da fliegt ein Flugzeug. Ein UFO. Da ist ein UFO. Könnt ihr das sehen? Guck mal da. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neue Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ich merke schon, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. So, jetzt Foto bitte. So, und jetzt gehe ich den Typ einer reinziehen. Da. Halt da mal die Schnauze da hinten, Mann. Du gehst mir auf den Keks. Ich will in Ruhe ein Foto machen, Mann. Ich wollte mich beruhigen. Nicht dem. Oh. Jetzt ist der Motor auf. Jetzt hat sich der Motor auf. Wer von euch hat den Motor ausgeschaltet? Mariam möchte zwei heiße Typen sehen, diese. Ich spring gleich von der Brücke hier. Also mal, ich laufe mal ein Stück schneller rüber. Achtung. Okay, warte mal einen Augenblick. Sag mal, bist du zu blöde vorbeizuziehen? Setz doch deinen blöden Blinker und fahr vorbei, anstatt hier rumzuhupen. Du wächst ja die ganzen Fische auf, du Vogel. Siehst du hier nicht die ganzen Fischschwärme, die hier am Fischen sind? Ich will mich aufregen, das ist ein Mistfeder. Los, auch. Nochmal, und hau. Ah, geh einfach. Oh, guck mal, das ist eine schöne Brücke. Ja, guck mal hier. Schönes Ambiente. Guck mal, das war ein schönes, entspanntes Foto. Kanale Grande, na 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 na. Lächeln? Klar. Na 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 na. Auf Matrosen, jo hey. Denn nur ihm kann ich treu sein. Oh ne, komm, lass uns singen. Komm, wir singen unser Lied. Wir lagen vor Madagaskar.
und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, nee, leb wohl, nee, ahoi, süße Matrosen, leb wohl, leb wohl. Ahoi, Matrosen, leb wohl, ihr süßen Matrosen. Ja, wenn das Schifffahrtsklavier an Bord erklingt, ja, dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil ein jeder an seinen Süßen denkt, den er gerne einmal wiedersehen will. Ahoi, Kamera, hier, warte mal, mal ein Foto machen. Dich werde ich jetzt fotografieren, dann, das hat ein Nachspiel, sag ich dir. Welche? Ahoi, süße Matrosen, ahoi, ahoi. Ja, wenn das Schifffahrtsklavier an Bord da klingt, ja, dann sind die Matrosen so still. Weil ein jeder an seinen Süßen denkt, den er gerne einmal wiedersehen will. Fischt der Bremse raus? Das ist nur eine Brücke, Cosi. Wie, das ist nur eine Brücke? Von was redest du? An der Reling stehen, da, 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 an der Reling stehen. Ich möchte so gern dabei, den Frauen zu sehen, wenn ich an der Reling stehe. Guck mal, warum war ich schon wieder am Flugzeug? Warum fahre ich eigentlich so schwerfällig? Weil du im 12. Gang anfahren wolltest, Cosimo. So, jetzt. Das ist aber wieder anstrengend heute hier. Läsch. Gleich sind wir ein Läsch. So ein Läsch aber auch. Der ging mir gerade tierisch auf den Läsch, sag ich euch. Der ging mir tierisch auf den Läsch. Da, 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 da. Da oder wir singen. Na, 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 na. Da 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 da. Wir sind jetzt in Lich angekommen, na 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 na, mit der Fracht. Und es ist schon wieder Nacht. Ich werd so müde am Steuer. Oh wei, oh wei, oh wei, hier in Lich. So, ach, wir müssen jetzt Konzentration, bitte. Die haben ja einen ganz beschissenen Frachthof, haben die. Das ist so eine windige Waffenfirma. Also normalerweise ist das hier so ein Deckmantel. Also ich denke mal, wir haben Waffen nämlich gefahren. Also wir haben gar keinen Lachs gefahren. Ihr habt zwar Lachs da bekommen, aber wir haben hinten drin ist kein Lachs. Denn ich sag euch, wir haben hinten Waffen geladen. Weil das ist ja so eine Waffenfirma. Und die verkaufen ja nämlich heimlich Waffen. Die tun so, als ob sie Lachs verkaufen würden. Die verkaufen ja aber gar keinen Lachs. Weil diese Gegend hier, die sieht nämlich schon kriminal-tango-mäßig aus. Und ich sag euch, die verkaufen ja keinen Lachs. Die haben uns zwar da, wo wir herkommen, haben sie uns Lachs gegeben, damit wir halt nicht Verdacht schöpfen. Aber ich sag euch, die verkaufen ja Waffen. Aber das stört uns nicht. Also weil wir sind ja auch von der Mafia. Wir machen ja auch Geschäfte mit Waffen. Wir gucken uns mal, ihr passt mal ein bisschen auf hier. Vielleicht werden wir den Schuppen dann irgendwann übernehmen. Weil dann haben wir von hier schon mal einen guten Standpunkt, ja, einen Standpunkt sozusagen zum Stanzen dann. So, guck mal, hier ist der erste Pförtner. So, pass mal auf, Miriam, hol mal ein Schmuttelheft raus, ein großes. Hol mal ein großes Schmuttelheft raus. Ich bin jetzt im Bett mit Handy. Zitze, zitze, zitze. Miriam guckt schon mit dem Handy. Pass bloß auf, dass du nicht zu viel guckst. Nicht, dass du so wie... Einige Leute sind schon Hypnos-Volt-süchtig, ja? Nicht, dass du hier noch Hypnos-Volt-süchtig wirst. Und, so, Miriam, reich mal hier durchs Fenster ein großes Schmuttleft. Hi, wie geht's? Alles klar? Naja, wir bringen hier Lachs. Hey, hier, warte, ich tu mal so, als werde ich blöde sein, als wäre ich ein Idiot. Also. Wir sollen hier den Lachs liefern. Ja, ja, hier, Miriam hat einen Witz. Wollen wir tauschen? Hast du schöne Leash-Schmuddelhefte? Ja? Ja, gib mal der Frau ja eins. Hier, Miriam, nimm mal ab. Ja, gib. Ja. Ne, bagger die jetzt nicht an. Lass dir. Ja. So, Miriam, mach zu das Fenster. Mach zu, Miriam, nicht, dass der dich jetzt noch anbaggert. So. Heft haben wir bekommen. Da war der ganz geil drauf. Hast du gesehen? Der war richtig geil drauf gewesen. Der denkt doch nicht wirklich. Oh nein, ich hätte noch Dings drücken müssen, glaube ich. Ich hätte ja Dings drücken müssen. Kann ich noch Dings drücken? Ich muss noch zurück. Jetzt guckt der bestimmt wieder blöde, weil ich zurückkomme. Miriam, wenn der wieder ins Fenster reinguckt, dann lächel mal. Schön lächeln, Miriam. Schön lächeln. Guckt er ins Fenster? Nee, gut. Nicht Sinn. So, was nehmen wir denn? Na dann, da. Was denn jetzt? Nein, was ist denn jetzt los? Ich dachte, man muss, ist es jetzt wieder weg mit der Eingabe-Dingsbums?
Man muss doch am Eingang Eingabe drücken, damit man weiß, wo man hinparken soll. Ist das jetzt nicht mehr, oder was? Scheiße, hat er irgendwas falsch jetzt gemacht? Aber wir fahren noch ein Stück zurück. Scheiße, jetzt musst du lächeln, Marian. Jetzt musst du lächeln. Achtung, LKW kommt raus. Pass auf da draußen jetzt, du Idiot. Du, falls da wieder ein blöder PKW-Fahrer ist. LKW kommt raus, wir fahren. Sag mal, man muss doch hier... Haben die das jetzt wieder weggemacht mit dem Parken? Nee, ich habe ja kein Update, gar nichts gezogen. Es muss doch... Irgendwas ist schiefgelaufen, Leute. Ist nicht mehr da. Da kommt jetzt nur noch das hier. Für eine Zeit lang war doch mal da, musstest du da Enter drücken und dann musstest du dir deine Park, was du machen willst. Ob das leicht, schwer oder so oder also keine Ahnung. Uni. Die Uni-Schnuffeline. Von was? Uni-Schnuffeline? Und Uni habe ich hinter mir, sagt Marian. Die Uni! Gezwungenes Lächeln. Ja, genau, gezwungenes Lächeln. Falscher Eingang. Falscher Eingang? Ricky, du Streber. Nein, der hat doch so angezeigt. Oh, falscher Eingang. Ah, Ricky, du Streber, du. Konntest du dir früher sagen, du Streber? Schau mal, warte mal. Ich war doch schon süchtig seit der Garenzeit. Hab nie unfallet gemacht. Auch schon mal bei ETS zugeschaut. Ist sicher ein halbes Jahr her oder so. Ein halbes Jahr her, Mann. Da konnte ich ja noch gar nicht fahren. Aber kann ich jetzt auch noch nicht. Doch, natürlich, ich hab's drauf, Mann. Ich hab's tierisch drauf. Ich bin Pro. Ich muss bloß noch die richtige Frachthof finden. Großes Mal, du kannst jetzt nicht Pro sein, wenn du auf dem falschen Frachthof bist. Ja, ja, sehr gut. So, das würde jetzt Ricky hier, Ricky würde jetzt sagen, ey, wenn du Pro bist, solltest du auch auf dem richtigen Frachtmarkt fahren. Ja, ja, Mann. Quatsch mich nicht voll. So, Moment, ich muss meine Frauen-Navi-Erweiterung machen. So, jetzt hier, für die Doofen. Jetzt guckt er natürlich wieder blöd. So, der Pförtner denkt auch, weil... was? Falscher Frachthof, ja, PDL, verstehst du? Heutzutage alles nur noch computergesteuert, du guckst nur noch auf dein PDL, verstehst du? Und der hat gesagt, wir sollen hier rauffahren, der Navi, verstehst du? Voll bescheuert, oder? Voll bescheuert, ja, Digga. Mensch, viel Spaß mit deinem Heftchen. Und denk dran, mach nicht so dolle, sonst tut's wieder weh, ne? Wir sehen uns, ich muss jetzt zu dem anderen Frachthof. Ja, aber wir sehen kein Problem, Alter, Digga. Was ist mit Miriam? Nein, die ist, die hat zu tun hier, die, nichts mehr, ja, Miriam, verstehst du, mach's gut, wir sehen uns. Komischer Vogel, war ein komischer Vogel gewesen. So. Muss man ja mal gesagt haben. Wollt ihr noch Miriam anbaggern, habt ihr gesehen? Ach, ich soll nach links, ich dachte, links geht's gar nicht weiter. Tatsächlich. Genau deswegen wollte ich hier nicht nach Liege fahren, weil die sind alle verrückt hier in dieser Stadt. Die spinnen doch, die Römer. Fährst du? Ja, hier geht's schon wieder aus. Atemlos durch die Nacht, wenn das Hordenherz erwacht. Es schlägt schnell, es schlägt wild und die Allianz wird gekillt. Na na na, da na na, na na na. Mach doch mal den Blinker jetzt, hör mal auf jetzt. Na na na. Was ist jetzt los mit Uff hier? Das sind alles Kriminelle hier in dieser Stadt hier. Alles Mörder hier. Weil der Frachthof ist auf jeden Fall größer. Der sieht schöner aus. Dann haben wir unser Schmutzleft umsonst rausgegeben. Naja. Hauptsache, naja, für später Geschäfte machen kann. Ich denke mal, wenn wir den Platz da mafiamäßig übernehmen, die ganze Firmenleitung da erschießen, können wir den Pförtner vielleicht noch gebrauchen. Obwohl, der war mir ein bisschen komisch. Ich bin noch überlegen, ob wir den nicht auch Betonschuhe verpassen sollen. Aber gut, warten wir erstmal ab. Ich habe auch Hunger, Mann. Und Schnuffelin ist auch wieder da. Wann grillen wir den Lachs? Oh, die Polizei. War die Polizei gewesen. Die ist wahrscheinlich käuflich hier in dieser Stadt. In dieser Stadt ist die Polizei wahrscheinlich käuflich. So, jetzt. Eure Waffen sind da. Deswegen hat es auch manchmal so komisch gerumort da hinten, weil wahrscheinlich irgendwelche Kisten umgefallen sind mit dem ganzen Waffen da hinten. Hauptsache hat sie keine Granate gelöst und hätten wir es wahrscheinlich gemerkt. So, jetzt sind wir richtig hier. Also geht doch. Warum dann den Gleiser? Muss man mal sich aufregen hier? Ich esse Pizza. Oh, Pizza lecker. Mit was denn? Was Pizza?
Dann werden wir halt zusammen zwei Kugeln und rollen zusammen durch die Welt. Rollen durch die Welt. Wir rollen durch die Welt, so wie es uns gefällt. 3 mal 9 macht 10, bidi bidi bit, und 5 macht 8. Na 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 na, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich mache Stream, ich mache YouTube, na 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 na. Und alle denken, ich bin dumm, na 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 na. Was ist hier eigentlich los? Ich so, was machst du hier eigentlich? Na 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 na. Pass auf, oh, Pro, das ist jetzt Pro. Achtung, wir machen Pro-Parken. Achtung, Pro-Parken, nicht Po-Parken. Nicht Po-Parken, ja, Pro-Parken bitte. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nochmal. So, Achtung, wir machen Pro-Parken. Ich muss noch mal eine Ehrenrunde drehen, weil das ist, weil ich bin falsch eingefliegt gekommen. Moment. Komm mal rum. Was sagt ihr? Was sagt euer geschultes Auge? Was sagt euer geschultes Gamer-Auge hier? Ja, logisch, komm mal rum. So, wir müssen nochmal einen neuen Anflug machen. Wir haben die Dockingstation verpasst. So, nochmal. Die gucken schon ganz komisch da. Ja, guck mal nicht so. Das sind die Lagerarbeiter, die gucken schon wieder. Die denken, was macht die da mit dem LKW? Ist die zu dämlich zum LKW fahren oder was macht die da? Die werden jetzt gleich gucken, wie Pro ich gleich einpacke. Dann werden sie dumm aus der Wäsche gucken. Und dann werden sie Respekt haben. Dann haben sie Respekt. Guck mal, der an der Rampe, da raucht einer, der guckt schon. Warte mal, hat der mich gerade angebaggert oder so? Ich glaube, der hat mich angebaggert. So, jetzt. Fahr bloß nicht gegen den Zaun, sonst wird es noch peinlicher. Guck mal, ein Flugzeug da. Das können wir gerade nicht sehen. Okay, dann nicht. So, Mariam, du springst schon mal raus. Du gibst mal die Frachtpapiere ab. Du bist hier ein Leech, da musst du dich anziehen wie ein Soldat. Aber nichts drunter, ja? Nur die Soldatenkluft, aber nichts drunter. So, gib mal schön die Frachtpapiere ab, als Soldat verkleidet. Weil wir sind hier ein Leech. Und Klecko, du gehst mal mit. Und Stufeline, du gehst auch mal mit, damit du das mal richtig lernst. Und hier Lancelot, der geht auch mal gleich mit. Verkleidet euch als Soldaten, ja, und Frachtpapiere abgeben. Und hier, so Botex kann auch gleich mitmarschieren. Damit er das mal richtig lernt. Ja, damit er es mal lernt, wie man hier richtig Frachtpapiere abgibt. Ich werde derweil die Kiste einpacken, damit wir hier unsere Ruhe haben. Und lasst euch nicht bescheißen bei, lasst euch bloß nicht bescheißen bei der Kohle, weil wir, das sind hier Leute vom Militär, ist so eine getarnte Basis hier. Lasst euch nicht bescheißen, ja, mit der Kohle. Ansonsten ziehen wir unsere Waffen, die wir hinten drin haben, mal, testen wir mal, ob die so gut funktionieren oder nicht. So, los, Rückwärtsgang, Baby, und los geht's. Pro-Parken ist angesagt. Schön geschmeidig. Versuch's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gelassenheit. Dann sieht die Welt schon völlig anders aus. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nehm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich bleib bei Hüttensvold, sogar ohne Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Komm, probier mal 1, 2, 3 von den Ameisen hier. Du wirst sehen, die schmecken. Versuch's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gelassenheit. Dann sieht die Welt schon völlig anders aus. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Das war so gut, du bist so gut, Cosi geworden. Ja, es war ein langer, langer Weg und niemand sagte es vielleicht. Wir hatten nichts zu verlieren und dann Ding war so steif. Na, 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 so, warte mal. So. Motor aus und gucken wir erstmal, wie wir geparkt haben. Es sieht nach 150% aus, ich hoffe ja. Also, es sieht. Kabine darf immer leicht etwas quer stehen, das ist dann so stylmäßig, so pro-mäßig dann. Aber der Auflieger muss perfekt auf beiden Seiten, von allen Seiten perfekt stehen. Dann hast du 150%. Ansonsten gibt's Abzüge. Schauen wir mal. Ah, shit, the Bock, meh. Aber ist erstmal drin, gibt schon mal 100. Und jetzt gibt's noch ein Plus. Ah ja. Naja, streift hinten fast schon die Kante. Leider nur 100%. Steht leider. Ich würde mir noch gern 110 geben, aber. Sagen wir 110, streift doch nicht. Aus diesem Winkel streift er nicht so. Sagen wir 110. Können wir besser schlafen. Licht aus! So,
sonst kommt der wieder und scheißt er dich wieder an. So, warte mal, wir rücken uns mal in eine guckwürdige Position, damit wir das abkoppeln sehen können. Da kommt hinter der Kabine, hinter der Fahrkabine, kommt nämlich gleich so ein Redelein und das guckt man schön mal an. So. Sieht man ja kaum. Da. So, mal gucken. Baff, bam, bam, bum, baff, boah. Oh, ja, schickilacki. Habt ihr euch gut Mühe gegeben. Ich dachte schon, die haben euch beschissen, aber nee, sieht gut aus. Habt ihr gut gemacht. 10.789 Euro abkassiert. Naja, ist ja klar, Waffenhandel. Die wissen genau, wenn die euch jetzt beschissen hätten, dann wissen die genau, wir sind ja auch Mafia. Die legen sich doch nicht mit uns an, weil ich meine, wer bringt ihnen denn die Waffen? Ja? Wir bringen ihnen ja die Waffen. Wäre ja bescheuert, wenn sie uns bescheißen würden. Zumal sie auch dann eine Kugel kassieren, also anstatt Fracht. Dann hätte ich die Fracht wieder mitgenommen. Und hätte den ganzen Laden in Schutt und Asche gelegt, ist ja wohl klar. Also unter Gaunern macht man ja, da wischt eine Hand die andere. Wenn du da gaunerst du nicht, dann wirst du abgeknallt, das wissen die selber. Na logisch. Wollen wir mal meinen Scheiß zurechtrücken. Von vielen Arbeiten hat sich das alles verrückt, weil wollen wir mal schön machen. Von vielen, ich sehe schon wieder ganz verarbeitet aus sozusagen. So los, wir fahren ins Hotel, Leute, dann machen wir Feierabend für heute. Taxi jetzt zu mir nach Luxemburg. Nein, wir fahren jetzt ins Hotel, Mary, und dann machen wir Feierabend. Warte mal, Thunfischpizza mit 4 Knoblauch ist lecker. Warte mal, Thunfischpizza mit 4 Knoblauch. Also ich habe mein Leben lang Thunfischpizza gegessen, aber ohne Knoblauch. Ich bin ja ein sogenannter Thunfischesser. Hawaii-Pizza. Hawaii-Pizza mit Thunfisch. Hawaii-Pizza mit Thunfisch? Ich kenne Hawaii-Pizza, aber nur ohne Thunfisch. Weil lass uns mal frauenmäßig ein Navi stecken zum Hotel. Wir wissen ja, Frau braucht ein Navi. Oh, wo ist denn das Hotel? Och, da hinten, ey. Nö, ey. Hör mal auf mit dem Scheiß, weil wir hier keine Dingsebums haben. Jetzt müssen wir ja 80 Kilometer zum Hotel fahren. Genau deswegen wollte ich in der Liege fahren. Jetzt sind wir hier nämlich gefangen in diesem Ort hier. Saftladen hier. Na los, fahren wir hin. 26 Kilometer, ja. Lillebrook! Nächstes Mal fahren wir nach Brüssel. Ich freue mich schon auf Brüssel fürs nächste Mal. Brüssel! Da kriegt man einen großen Na-na-ni-na-ni-na-na. So, los raus hier. Wir fahren zum Hotel. Fett Hotel, erstmal Lachs auf Zimmer liefern. Ja, Lachs haben wir ja. Können wir uns gleich mit aufs Zimmer nehmen. Aber bitte denkt dran, wenn ihr euch jetzt den Lachs mit aufs Zimmer nimmt, ja, dass es der Concierge nicht sieht im Hotel, weil die haben ja Hotelessen und wenn du dein eigenes Essen mitbringst, da das mögen die gar nicht. Also pass mal auf, versteckt mal den Lachs in irgendeine Tasche oder Kühlbox und nicht, dass die das da im Hotel sehen und wir da einen schlechten Ruf bekommen. Ich möchte das dann einen guten Ruf behalten, ja. Weil wir nur ein Foto machen, ja. Mein Instinkt sagt mir, ich sollte ein Foto, aber irgendwie ist es nicht, warte mal. Oh, lass mal auch kurz aussteigen. Wir steigen mal kurz aus. Sag mal, so, oh, guck mal, der Sternenhimmel. Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Da, 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 guck mal da, die Waldlichtung. Da mach mal das da weg, das ist unschön. So, mit der Waldlichtung. Die Waldlichtung mit einem epischen Wolkenbeschlag. So, lächeln. Danke. So, dann, wo lache ich jetzt eigentlich? Na, weil du ein Ding an der Klatsche hast. Achso, na dann. Guck mal, da kommt die Sonne raus. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Der Strahl sieht irgendwie komisch aus. Da fehlt noch so ein Strahl, weil sonst sieht es irgendwie so abgehackt aus, oder? Sieht irgendwie komisch aus mit dem Strahl. Es sieht unharmonisch aus. Es strahlt falsch irgendwie. Mach mal irgendwas dagegen. Es strahlt hier falsch. Warte mal, ich fliege mal. Es strahlt immer noch falsch. 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 Es strahlt. Aber es wird. Dann putzen wir den Ballermann. Dann wird's ein richtiger Strahlemann. So, warte mal. Ich muss. Ja, so. So ist schön. Lächeln. Nein!
nein, mein LKW ist von da oben runtergefallen. Ach du Scheiße, 1000% Schaden bestimmt. Oh nein, der LKW ist von da oben runtergefallen. Ach du Scheiße, Mann. Oh nein, er hat sich gerade in die Lüfte erhoben. Warp 10. Ach du Scheiße. Mein LKW. Ich habe mich durch Raum und Zeit bewegt mit dem LKW. Ich wollte doch nur ein Foto machen. Das habe ich jetzt verpasst. Warte, das hast du verpasst? Haben wir auf Video. Wir haben alles auf Video. Wir nehmen ja auf. Miriam, wir haben alles auf Video. Lächeln bitte. Ich kann gar nicht lächeln vor lauter Angst. Oh nein, wir haben voll den Schaden jetzt. Vielleicht kann ich ja nochmal speichern oder nochmal einen Readingsbums machen. Also, warte mal, erstmal lächeln. Ich kann gar nicht lächeln jetzt, warte mal. Oh Mann, scheiße. Ich habe mich gerade mit dem LKW durch Raum und Zeit bewegt. Oh, guck mal da hinten. Oh, da piekt mich was an. Ich werde angepinkt. Na, 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 na. Oh, die Stadt. Ah, das ist nicht so der Hit jetzt hier, oder? Da haben wir schon schönere Städte. Also das ist hier, ich sag ja, Waffen, das ist ein Waffengebiet hier. Das ist total uncool hier. Bis auf diesen Sonnenuntergang, das war, ich muss erstmal runter. Achtung, meine Bohne lässt nach. Meine Kamehameha-Bohne lässt nach. Und so schwebte sie wieder herab. Von ihrem Trip bergab. So. Ah. Oh Mann, jetzt müssen wir erstmal reingehen und gucken, wie viel der Schaden gerade ist. Warte mal. Attention, please. Attention, please. 74% Schaden. Ach, du Scheiße. 74%. Wisst ihr, was das heißt? Das ist wahrscheinlich, können wir gar nicht bezahlen. Unser ganzes erspartes Geld, das geht nicht. Warte mal, ich mache mal eine Speicherung. Vielleicht haben wir nochmal Glück, dass wir nochmal... Das geht nicht, weil das 74% heißt selbst... Das ist sowas wie, das ist sowas wie eine 45er am Kopf halten und abdrücken. Das ist, Speichern des aktuellen Spielstands. Mal schon mal. Aua. Aua gemacht. Aua gemacht 1. Im Handy sah ich Stream ja nicht, wenn ich was schreibe. Ach so. Du hast den LKW-Drop jetzt gesehen? Wie denn? Wie konntest du das denn sehen? Wo hast denn das gesehen? Da pinkt gerade was. Warte mal, ich mach mal kurz. Geschafft, deinen fetten LKW von Himmel fallen zu lassen. Das ist nicht. Nathalu fragt mich gerade, wie hast du das geschafft, den fetten LKW vom Himmel fallen zu lassen? Es regnet, LKW ist herunter. Direkt auf deinen Kopf. Hast du Kopfschmerzen? Darfst du nicht nach oben gucken, sonst fliegt LKW auf Kopf. Das war völlig Blödsinn. So, laden wir. Lass uns mal, vielleicht haben wir Glück. Weil mit 74% Schaden können wir gleich die Firma zumachen. So, Konzentration bitte jetzt. Hier, Autospeicherung anzeigen. Hoffentlich haben wir Schwein, Mann. Autospeicherungen anzeigen. Das wäre dann das hier. Bitte lass es. Lass es Liebe sein. Na, na, na. Hoffentlich. Paco hat es. Wir sind noch in Liege. Ist es hier mit die 4? Immer noch 4? Ja, na klar. Laden. Autospeicher, nächste Dings. Warte mal jetzt. Hecke hat das, was man in den... Wir standen ja ziemlich lange in Liege rum. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie konntest du die beste Reaktion der Welt?
habe den LKW-Drop jetzt gesehen. Also Paco hat irgendwie das hingeschafft, das noch aufzunehmen. Woher hast du denn gewusst, dass was passiert, Mann? Woher hast du denn gewusst, dass sowas passieren kann, sag mal? Woher hat denn Paco das gewusst? Hast du Schuld gehabt daran oder was? Woher hat denn Paco das gewusst? Wie konnte denn der das wissen, sag mal? Mit dem Lachs und die Pommes Porno. Warte mal, warum steht man jetzt hier eigentlich? Ach so, weil der LKW schon weg ist. Sag mal, ja, sind die 74? Ja, 0% Schaden. Das war knapp. Clippen, die letzten 20 Sekunden werden zu einem Clip gemacht. Ist eine Funktion auf Twitch. Ach so. Pornos gehören mir, damit das direkt mal... Nein, das sind meine, die dürfen keine Pornos. Zeig mal nochmal her den Clip, das will ich nochmal sehen. Zeig mal her, wo ist denn der Clip? Poste mal den Clip, ich will das auch mal sehen. Der Heterokram juckt eh nicht. Was, Heterokram? Zeig mal hier den Clip, wo ist denn der Clip? Das muss ich, will ich auch sehen. Da ist er, da ist er, da ist er. Warte, ich schreibe mal um. Zeig mal her. Mal den Zeigebrowser kurz an, oder? Zeigebrowser. Jetzt will ich auch noch mal sehen, was du da aufgenommen hast. Moment. Will ich auch sehen. Mann, dann wird's ein richtiger Strahlemann. So, warte mal. Ich muss. Ja, so. So ist schön. Lächeln? Nein! Oh nein, mein LKW ist von oben runtergefallen. Meine Scheiße. Ach du Scheiße, 1000% Schaden bestimmt. Dann wird's ein richter Strahlemann. Ich muss. Ich will mal gucken. Ja, so. Ein schönes Foto wollte ich da machen. So ist schön. Lächeln? Ah. Nein! Vor allen Dingen lächeln? Nein! Ach oh, Mann, bei Hypnos Volt machst du was mit. Bei Hypnos Volt machst du echt was mit, sag ich dir. Da will man einfach nur ein Foto schießen, das war mein McDonalds-Moment. Ah. Was? Das war mein McDonalds-Moment. Für das Xbox lasse ich mir nicht zwingend überreden. Was hatte ich? Warte mal, was ein Xbox-Moment? Du hast einen Bumsum? Was hat denn? Warte mal, zeig mal her. Was ist da denn los? Oh nein, mein LKW ist von da oben runtergefallen. Achso, du hast es auch nochmal aufgenommen. Ach du Scheiße, 1000% Schaden bestimmt. Ah. Das war mein McDonalds-Moment, vor allen Dingen. So, das war ja wieder was. Was machst du halt mit? Also umschalten. So. Ich hab, nee, weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung, was passiert ist. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber Rip hat uns das schon mal erklärt. Das ist nämlich so ein Ding, damit kannst du praktisch den LKW aufs Haus setzen oder so. Ja, warte mal, ich speichere das jetzt nochmal ab. Dass wir das haben. Speichern. Das nennen wir Glück gehabt. Glück gehabt. Also, wir machen mal lieber ohne, nicht dass der Fehler mehr. Glück gehabt. So. Gut. So, wir testen nochmal. Ich weiß nicht genau, wie man das macht. Also der Rip hat uns das schon mal erklärt, damit man nämlich schöne Fotos machen kann. Ja. Ah. Ich bin gerade auf dem Rücken geflogen. Mensch, ich bin ja wie Karlsson. Pass auf, wir stellen mal den LKW, versuchen mal auf dem Dach zu stellen.
Der RIP hat gesagt, das gibt da wieder. Dann kann man ja auf dem Dach mal rumfahren. Frag mich aber jetzt nicht wie. Warte mal, ich drück mal nochmal. Ne, das war es nicht. Ne, nochmal. Ah, jetzt habe ich es. So, jetzt steht er auf dem Dach. Und dann kannst du auf dem Dach rumfahren. So, jetzt weiß ich, wie es geht. Hier ist ziemlich hoch auf dem Dach. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas öfters passieren kann, ist gegeben, weil du machst den Aussteigetrick, den ich euch ja beigebracht habe, bei Video Nummer ETS 038 wird erklärt, wie man aussteigen kann. Und wenn du dann ausgestiegen bist, drückst du die F9-Taste und mit F9, ja, passiert dann sowas, ne? Kann man so sagen. Wollen wir mal kurz mit Anlauf fliegen? Komm, wir fliegen mal kurz mit Anlauf. Das heißt, und das Problem ist, um ein Foto zu machen, mit Foto machst du mit F10. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aus Versehen auf die F9-Taste kommst, ist also ziemlich stark. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mir das wieder passiert, ist wahrscheinlich gegeben. Aber von hier oben kannst du ein besseres Bild machen. Ey, pass mal auf, wir fahren. Können wir dagegen fahren? Warte mal, fahren wir da. Können wir das kaputt fahren? Wahrscheinlich nicht, aber nur mal so. Oh, da können wir durchfahren. Oh, nicht ganz anscheinend. Nee, nicht ganz. Okay. So, los. Fliegen wir mit volle Pulle. Fahren wir jetzt wieder runter zum Frachthof. Warte, ich muss mal zurückfahren. Ach, das war ganz schön erschreckend. Okay. Right. Need for Speed. Los geht's. Angriff. Und los geht's. Yee-hoo-hoo. Oh. Scheiße. Junge, das war ganz schön Kriminal-Tango hier. Aua, aua, aua. Oh. Oh, wir liegen irgendwie. Warte mal, gucken wir mal. Oh, oh. Der LKW ist kaputt. Ich stell mal aus kurz. Er ist kaputt gegangen, unser LKW. Komm mit Sonnenuntergang, mach ein Foto mit Sonnenuntergang. LKW müde, LKW ruht sich aus. Mein LKW ist müde, er schläft. Ja, auch LKWs müssen schlafen. Mein LKW ist müde, er schläft. Bitte nicht aufwecken. Mein LKW ist müde, er muss auch mal schlafen. So, lächeln. So.
Ja, muss ich so sagen. Gott sei Dank richtig Foto gemacht, oder? Vielleicht eine andere von da hinten vielleicht. Zeig mal her, so vielleicht. Ja, LKW müde. LKW angekommen, Fracht abgegeben, LKW schläft. So. Auf den Schornstein von der Fabrik. Ja, dann qualmt der da oben. Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein, wir machen jetzt kein sowas. Guck mal, der wieder guckt jetzt. Na, guck mal hier, hä? LKW schläft. Hey, da guckst du, hä? Hast du geguckt, hä? LKW schläft. Ja, voll doof, ne? Voll doof. So, noch ein Foto machen. Muss man ja amtlich haben, sowas. So. Gut, können wir wieder laden, weil das war alles leider falsch. So, jetzt muss man ins Hotel, Leute. Speichere den aktuellen Spielstand. Nee. Spielstand laden. Das wollen wir jetzt machen. Glück gehabt hier. Spiel laden. Glück gehabt, so jetzt. Ach, das war ja wieder was, Leute. Und das nachts um zwei, so eine Cherchergen hier, so eine Dinger zu machen. Der hat schon wieder so einen komischen Ruck gemacht. Aber ich hoffe, zeig mal her. Alles gut. Okay, Karte definieren. Ab zum Hotel. 26 Kilometer, immer Feierabend, Leute. Na. Baden zu zweit, duschen, baden alleine. Was? Klecko will duschen. Er will duschen. Bist du ein Warmduscher? So, Konzentration bitte, ich muss hier arbeiten jetzt. Das war anstrengend, ja. Ich bin schon wieder emotional, bin ich schon wieder fertig. Emotional bin ich schon wieder durchgespielt, kannst du sagen. So. So war es. So, alle einsteigen. Warte mal, halt nicht drängeln hier. So, alle einsteigen. Und zieht euch bloß wieder um. Ich kann diese Militärklamotten, das sieht ja fürchterlich aus. Und macht euch die Schminke aus dem Gesicht. Mensch, mit eurer komischen Militärschminke könnt ihr jetzt wieder aus dem Gesicht machen. Ihr seid doch hier nicht bei Predator oder bei Rambo, Mensch. Hier. Mariam, du auch. Mach mal deine Schminke da. Siehst aus wie... Bist hier nicht bei Rambo, Mensch. So, mach mal die Militärschminke wieder ab. So, los, alle zu, Tür zu. Geht nach hinten, geht mir nicht auf den Sack, Mann. So, los. Ein Schiff wird kommen und mich mitnehmen auf die weite See. Na, 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 oh weh, oh weh. Auf dem Schiff, ja, da gibt es nur lauter Männer. Na 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 na, einer schöner wie der andere. Na 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 na. Hoch auf der See sind wir alleine. Was machen wir da bloß ohne Frauen? Ja na 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 na. Schön ist der Junge, wenn er das Deck sauber macht. Wenn mir sein Hintern so nett entgegenlacht. Na 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 na. Denn nur ihm will ich treu sein. Na 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 na. Ja, nur ihn ganz allein. Oh, scheiße, falscher Gang. Auf den Schiff gehe ich. Nee, Mariam, die wollen ja nichts von dir. Die stehen auf Männer. Da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Männer steht, also die Schwulen würden jetzt sagen, also die Mariam, die kannst du mir nackig auf den Bauch binden, das juckt mich überhaupt nicht. Ja. Der Spruch ist nicht von mir, den habe ich von den, war ich ja zeitlang, wo ich viel in die Disco gegangen bin, ich bin ja in so eine Szene-Disco gegangen, da waren ja auch viele Schwule und so. Und wenn die immer gesagt haben, so die Mädchen waren total heiß auf diese Schwulen, aber das Problem ist, die Schwulen waren nicht auf die Mädchen heiß, ja. Da waren ja auch viele, in dieser Disco waren dann auch viele Hetero-Mädchen und die waren richtig rattig scharf auf diese geilen Jungs, bloß die Jungs waren nicht auf sie geil. So, und da meinte ich dann mal zu einem so, guck mal da, die heißt da, ich glaube, die ist da ganz heiß auf dem. Kannst du mir nackig auf den Bauch binden, Mann. Irgendwie so. Da muss ich halt kaputt lachen auf den Spruch erstmal. Tada. Ja. Weil manche sind ja dann so richtig. Die Mädchen denken so, oh Mann, das ist aber auch eine heiße Granate, der Typ. Aber der Typ ist leider unerreichbar. Kommst nicht ran. Da kommst du nicht ran. Keine Chance. Der steht auf was anderes. Möhre ist wirklich eine Spitzname von mir, was? Von Freunden, was? Möhre? Möhre vor allen Dingen. Möhre!
Mein bester Freund, ich heiße, was? Gay? Gay? Mein bester Freund heißt Gay. Gay! Hey, Gay, alles klar? Fahr doch mal mit deiner blöden Chaise, du Vogel, Mann. Mir tut der Arm weh schon von vielen. Ey, meinen von vielen Lenken, wenn ich was ihr wieder denkt. So, ist halt wieder sehr feuchtfröhlich hier. Cosima, du bist ja heute wieder. Mach doch mal jetzt hier, was machst du denn da jetzt? Mach doch mal hier den. Nein, was ist denn jetzt hier los? Bin verwirrt. Am besten erstmal gucken und abwarten. So, jetzt auf jeden Fall geradeaus. Warte mal, mein bester Freund ist heiß und gay. Ach so, so rum. Nicht der heiß gay. Ich hab gelesen, mein bester Freund heißt gay. Nein, der ist heiß und gay. So rum. So. Jetzt habe ich das mal richtig gelesen. Ich habe mehr Gay-Freunde als Hetero-Freunde. Gay-Freunde! Da sind wir wieder beim Thema Heteros, Lesben, Bi-Leute, Schwule, TS, TV, UKW, Mittelwelle, lang. Ah, oh, ich bin vorbeigefahren. Ja, sind wir gerade am Hotel vorbeigefahren? Wir sind am Hotel vorbeigefahren. Ach du Scheiße. Gang rin und nochmal rummeln. Bleib mal bloß da, bleib mal in deiner Spur da. Bleib mal da, bleib mal da. Ich muss hier eine große Wende machen. Aber gerade alles geblinkt. Ist der Sprit alle? Ich habe doch mal schön getankt. Bin keins von beiden. Klecko ist hetero. Er ist ein Heteromann, ein Heteromann und lässt sich fest niemals die Männer an. Klecko ist ein Heteromann, er ist ein Heteromann, er ist ein Heteromann, er fest niemals die Männer an. Ein schöner Mann, ein schöner Mann, der fest auch mal die Männer an. Ich, warte, sag mal, bin ich schon wieder vorbeigefahren? Sag mal, wo ist denn jetzt? Ich bin schon wieder am Hotel vorbeigefahren. Sag mal, was ist mit mir los? Vor lauter Singen fahre ich dann dort am Hotel vorbeigefahren. Die Dienstmädchen werden schon ganz unruhig. Die werden schon traurig, weil ich wieder mal am Hotel vorbeifahre. Hör mal auf rumzustehen, ich bin doch nicht müde hier. Ich bin nicht müde, ich will nicht pennen. Sag mal. Im Hotel denken jetzt, sag mal, sondiert die uns hier oder so? Ja, ich muss erstmal Power auf und abfahren, bevor ich bei euch in eure Kaschemme reinkomme. Ich hab's mir überlegt, ich komme rein jetzt. Ich war mir nicht sicher, ob ich bei euch gastieren soll oder nicht, Mann. Ich bin ja schließlich ein Star. Und als Star gastiere ich ja nicht überall. Achtung, kleiner Rucker, Achtung. Haltet mal eure Hämorrhoiden fest. So, alle mal die Hämorrhoiden festhalten. Auf den blauen Bergen sitzen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Mit den Händen in der Tasche spielt er an seiner Flasche. Na, 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 na. Du wirst mir langsam unsympathisch, sagt Lego. Achso, weil sie wahrscheinlich auf was steht eigentlich sie? Wie steht sie denn so? Sie steht auf Menschen. Ich weiß, dass eine davon eine Lüge ist. Eins davon ist. So Leute, ich fahre mal noch ein Stück vor, dann könnt ihr alle aussteigen und ich fahr dann noch den LKW parken. Die Mariam, die Mari, Mari, Mariam. Spitznamen Möhre anscheinend. So Leute, alle raus. Ich will den LKW parken. Tür zu. Achso, sag mal drinnen Bescheid. Für mich bitte die Präsidentensuite. XXL-Klasse da. Die Präsidentensuite. Und sag mal denen, dass den Dienstmädchen, dass ich da bin. War schon lange nicht mehr hier gewesen. Die sind bestimmt schon ganz heiß auf mich, weil ich schon lange nicht mehr da war. Na, 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 na. Tür zu! Mein Gott, immer muss man das sagen. Als hätte ich nicht schon Salz gegeben. Als hätte ich nicht schon Salz genommen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen da drunter verborgen. Und dann musst du klein und nichtig sein, du kleines Schwein. Über Frankfurt nach Berlin fahr ich mit meinem Diesel. Und ich bin sogar clean. Na, 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 na. Heute hab ich wieder Waffen gefahren. Für eine Lobby. Da, 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 da. Und nun geh ich schnell rein.
Komisches Lied, oder? Ja, am Text arbeite ich noch. Jetzt muss ich erstmal parken lernen mit meinem Brummi. Das fällt mir gar nicht schwer, denn ich bin ja die Mummi. Scheiße. So, hör mal auf jetzt, Mann. Was ist eigentlich hier los? Und park doch mal die Kiste da ein, Mann. Na, 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 na. Wir stehen zu fei... Oh, wir stehen zu fei... Also, heute läuft aber auch gar nichts hier richtig. So, jetzt... Nein, das ist falsch. Sag mal, hat ja aber schon mal einer tot rangiert. Steht, steht heute in der BZ. Na, 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 na. Ich war eine Scheiße zusammengestellt. Da, 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 da. Ich bin so müde und Cosi ignoriert mich. Nein! Wo denn? Wo bist du, Silent Peaks? Silent Peaks! Du bist auf der Lol-Seite, Silent Peaks. Dein Trailer ist auf der Lol-Seite. Vielleicht macht es... Vielleicht gibt der Lol, vielleicht, dass du auf der Lol-Seite bist, vielleicht gibt es dir Mut, noch einen richtigen Trailer zu machen. Also komplett fertigen für die Lol-Meisterschaft. Was sagst du dazu? Geh mal rauf auf unsere Lol-Seite. Schön gemacht. Jetzt war Atoll heißt es. Ich stehe so vor meinen Atoll. Mein Atoll. Wundervoll. So war es, glaube ich, gewesen. So, von Rainer Grebe. Robert, bleib mal Silent Peaks. Ich muss aber professionell jetzt hier einparken. Ich hab hier Parkprobleme. Ach, das ist ja typisch. Frau wieder. Hey, ja, nicht so die Männer. So nicht. Ja. So nicht die Mann. So, zeig mal jetzt her. Stehe ich jetzt gut jetzt? Mann, ich habe aber ganz schön rumrangiert. Sag mal, stehen wir auf dem Kotzplatz? Oh, wir stehen ja auf dem Kotzplatz. Das ist ja scheiße. Fällt mir gerade jetzt auf. Und na, aber dafür, was lange währt, wird. Mann, mach mal den Mund aus, sonst schimpft der Konzertspieler. Mach die Scheißkiste aus, du Vogel! Was kannst du woanders schlafen? Bist du bescheuert, die ganze Zeit den Motor laufen zu lassen, du Pfeife? Ja, ist ja gut, Mann. Natürlich wird er so nicht rufen, weil er kommt ja aus dem Hotel. Der wird wahrscheinlich irgendwie so geschleimt und gediegen sein, weil er ist ja ein Concierge, der kann ja so nicht sprechen. Außer doch, wenn er rausgeht und die LKW-Fahrer zusammenscheißt, dann redet der wahrscheinlich so. So. Sieht gut aus. Naja, was lange währt, wird endlich gut. Was lange währt, wird endlich fährt oder so. Gut. Ich bin ja heute wieder echt. So, los, raus hier. Ich muss raus hier. Holt mich raus, ich bin ein Star. Ach, geschafft. Das war ein hartes Stück Arbeit gewesen, das Ding hier. So, erstmal umschalten. Diet. So, dann für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, was war wieder alles mit dabei? Schokolade, Geilheit, Wolkenbruch und Weltuntergangsstimmung. Wir hatten wieder alles mit drin, von A bis Zylinderschlüfte. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, weiß auch jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil ich bin ja eher so, weil halt der schweigsame Typ. Ja, ich rede normalerweise nicht viel. Und ja, was soll ich sagen? Und fällt mir jetzt auch gar nichts ein, Leute. Ich schalte ab.